Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Andreas Bär-Leska. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Corinne Schwager und Stefan Ferdinand. Ja, unser Gast heute ist ein unglaublich vielseitiger Mensch. Er ist Produzent, Buchautor, leidenschaftlicher Fotograf, Eventmacher, Labelgründer, ehemaliger Discjockey und ehemaliger Plattenladenbesitzer. Den meisten dürfte Andreas Bär-Leska als Manager der Fanta 4 bekannt sein. Das ist er nämlich seit den Anfängen, seit 1989. Mit seiner Firma Musikwirtschaft.de GmbH übernimmt er aber nicht nur das Management der Fantas, sondern war auch am Aufbau und an der Beratung zahlreicher anderer Künstler und Künstlerinnen beteiligt. Ja, Andreas Bär-Leska, woher kommt eigentlich das Bär? Das Bär kam, das ist eine ganz lustige Story, erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Ganz kurze Verbesserung, ich bin kein Produzent. Das kommt immer wieder vor, keine Ahnung, wo das herkommt. Also ich produziere keine Musik, aber egal. Das Bär kam aus den 80ern, da gab es noch keinen MTV und es gab noch keinen Viva, schon gar nicht irgendwie. Und dann gab es eine Firma, die hieß Movie, M-U-V-I, Music Show und Video hieß das. Und das war so VHS-Kassetten, die gingen durch die Diskotheken und wurden auf diesen unsäglichen parabolförmigen Screens abgespielt mit so RGB-Projektoren. Und diese Firma hat Werbung gemacht mit so kleinen, wie man das damals halt so machte, mit so kleinen Wölkchen, mit so blöden Sprüchen drauf. Und einer der Sprüche war, hier steppt der Bär. Und der klebte dann an einer Disco, an der ich aufgelegt habe, an den berühmten Plexiglas-Freunden, die rund um die Plattenspieler aufgebaut haben, die Kanne den Jack Daniels Cola reingekippt hat. Und da klebte, hier steppt der Bär. Und dann kommt der Chef von der Disco und sagt, bist du der Bär? Sag ich, nee, ich bin der. Ja gut, alles klar, und die Sache war erledigt. Und heute steht das bei mir schon lange im Personalausweis. Das habe ich gelesen. Du hast es echt in den Personalausweis eintragen lassen. Mhm. Kann man das einfach so? Ja, einfach so nicht. Ich kann nicht so. Ich habe einen Stapel Presse, wo drin steht der Bär. Und das hat das Amt relativ schnell akzeptiert. Also man muss nachweisen, dass dieser Zusatz sozusagen gebräuchlich ist. Ich kann jetzt nicht Stefan Hase Ferdinand, machen. Nee, also ich weiß nicht, wie dein Freund dich nennt, aber grundsätzlich geht das nicht. Aber es ist tatsächlich, man nennt das Ordens- oder Künstler- oder Ordensname. Also das heißt, der ganze Bruder Andreas geht irgendwie. Ne? Ah, okay. Und eben mit unseren Spitznamen oder Künstlernamen, wie man so will. Bei mir ist es ja quasi zur Marke geworden. Ja, eben, das ist zur Marke geworden. Und by the way, hatte ich mal 165 Kilo. Ja, und, das wollte ich jetzt, ich war ganz diskret. Ich dachte, wenn du sie selber nicht ansprichst, aber du sprichst es ja an. Das heißt, dieser Spitzname war deinem Körpervolumen geschuldet. Ja, das ist jetzt immer noch nicht klein, aber es ist zumindest 60 Kilo weniger. Ne? Und das ist schon. Das ist gehörig. Was anderes als damals. Das stimmt definitiv. Aber der Bär hat ja da noch eine ganz, ganz andere Geschichte, die vielleicht dem einen oder anderen davor noch gar nicht so klar war. Was auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Anekdote da dran ist, auch an die Zeit als Discjockey. Jetzt haben wir heute ja eine ganz besondere Gesprächssituation. Ihr beide seht mich über Video, denn ich bin von zu Hause aus zugeschaltet. Ich sehe nur so einen kleinen Ausschnitt von der Location, in der ihr euch aufhaltet, und hätte deswegen ganz gerne so eine kleine Ortsbeschreibung mal von Ihnen, Andreas Bär-Leska, dass Sie so ein bisschen mir erzählen, wo sind Sie genau und warum dieser Ort? Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Ja, wir sind hier in meinem Büro im schönen Römerkastell am Halsschlag in Stuttgart, in Bad Cannstatt. Das ist jetzt seit, glaube ich, 13 Jahren oder so mein Büro. Ich bin auch hier auf dem Gelände, ich wohne auch hier auf dem Gelände, auf dem Römerkastell. Bin ja eingezogen vor 17 oder 18, fast 18 Jahren jetzt. Da war das noch eine relative Militärbrache, sage ich mal. Das war nicht ganz so schön und gepflegt, wie das heute ist. Das war noch direkt dann, nachdem die Amis raus sind. Und dann hat man hier 10 Jahre das so ein bisschen brachliegen lassen. Und dann hat sich ein Investor hier dran gemacht und hat dann angefangen, hier zu renovieren, sage ich mal. Und hier sowohl Gewerbe als auch
viele kreative Werkstätten, aber eben auch Wohnungen hier hinzustellen. Und jetzt gibt es im Römerkastell alles. Es gibt einen tollen Italiener, es gibt einen Rewe, es gibt eine riesengroße Internetfirma, es gibt hier Strohmanns Magic Lounge, der erfolgreichste Nahtzauberer Europas irgendwie. Es gibt die Bavaria, die hier Soko Stuttgart dreht. Genau. Also es ist eine ganze Menge hier los und trotzdem hat man noch ein bisschen seine Ruhe. Und das Büro hier ist so mein geschäftliches Refugium, das nur 300 Meter von meiner Wohnung weg ist, aber trotzdem den Abstand von Arbeit zu Privatleben schafft. Aber darf ich die Bildbeschreibung ein bisschen ergänzen? Weil das schon Büro ist eigentlich ein völlig falscher Begriff. Die Leute, wenn die das jetzt hören, denken, oh ja, da steht jetzt irgendwie so ein schöner Tisch und ein Computer und so. Also es steht auch da. Aber eigentlich stehen vor allen Dingen Instrumente hier drin. Ja, das stimmt so also nicht. Also hier drin in dem Raum stehen ist meine Gitarren Sammlung. Lounge. und hier ein schöner analoger Synthesizer. Das darf man ja mal auch. Ja, mal, das ist ja. Richtig. Ja gut, das ist der von Zündwerk. Also das ist ein guter Freund von mir, der baut original Moogs. Die Moogs besser, als die Moogs damals waren. Moog Reloaded. Genau. Und aber ich sammle halt bisschen so Vintage Hi-Fi und so ist dann im ganzen Büro verteilt, alte Kameras. Ich bin grundsätzlich ein Sammeltyp, ganz stark sogar. Also es gibt Leute, die bezeichnen mich als Sammelnerd. aber ich sammle Tape-Decks, alte, unter anderem ein bisschen Bandmaschinen und so. Ja, schraubst du auch an denen rum dann? Also nee, das ja nicht. Das nicht. Ich benutze also, sie regelmäßig. Ich mache doch Mixtapes. Also ich finde das ganz lustig irgendwie. Aber ja, wie gesagt, und natürlich Kameras, weil das hat natürlich was mit meinem Zweitberuf. Zweitberuf, da reden wir noch drüber. Genau, unbedingt. Auf jeden Fall, da kommen wir dann später noch dazu. Das ist nämlich auch so eine sehr, sehr große Leidenschaft, die ja auch sehr, 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 sehr interessant und sehr, sehr spannend ist, würde ich mal behaupten. Wir machen immer ganz am Anfang des Podcasts, dass wir einmal noch mal kurz uns auch gegenseitig vorstellen. Das würde ich ganz gern hiermit auch tun und würde dich, Stefan, einfach kurz vorstellen. Stefan Ferdinand, der ist Professor für Journalistik an der Hochschule der Medien, war davor Reporter, Moderator und Redakteur beim SWR und hat auch das Institut für Moderation an der Hochschule der Medien gegründet. Das ist ein Institut zur Nachwuchsförderung junger Moderatoren und in Kooperation mit diesem Institut ist eben auch dieser Podcast hier zustande gekommen, den Stefan Ferdinand gemeinsam mit Absolventen das Institut für Moderation, wie mir zum Beispiel jetzt in dieser Folge, moderiert. Ja, das hast du ja wunderbar dich fast selber auch schon gleich mit vorgestellt. Ist doch gut, Corinne Schwager, Absolventin des Instituts für Moderation und den Podcast-Hörerinnen und Hörern auch schon ein bisschen vertraut, weil sie ein paar Folgen schon moderiert hat. Und das ist, Bär, dann ganz gut. Ich kann ein bisschen Name-Dropping machen, weil Astrid Fünderich schon bei uns zu Gast war, die hier oben im Bavaria die Soko Stuttgart dreht. Die haben übrigens gerade ihre Staffel abgeschlossen. Ich weiß. Genau, ja, das kriegt man als Nachbar wahrscheinlich mit. Und die Phoenix-Halle, die hast du jetzt, glaube ich, nicht erwähnt, aber wenn man hier rausguckt, sieht man, glaube ich, eine Ecke von ihr. Da wollten wir eigentlich ursprünglich aufnehmen und haben dann uns ins Büro zurückgezogen, damit wir das hier WLAN-mäßig alles sauber hinbekommen. Aber die Phoenix-Halle ist für dich schon auch ein Bezugspunkt. Warum? Ja, die Phoenix-Halle war ja auch, gehörte ja auch zur Brache. Das war ja früher die LKW-Reparaturhalle von den Amis. Da waren natürlich noch so Gruben drin noch und so. Und als es dann renoviert war, habe ich natürlich Interesse gehabt, dann auch was zu veranstalten, was mir das ein oder andere Mal gelungen ist. Aber in erster Linie ist es natürlich es ist einfach eine wunderschöne Halle. Und das ist eigentlich genau genommen jetzt auch mit dem neu asphaltierten ehemaligen Exerzierplatz. Der ist so in der Mitte, ne? Der dann natürlich irgendwie eine der größten zusammenhängenden Asphaltflächen Baden-Württemberg, glaube ich, darstellt. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, aber es ist natürlich auch ein großer Parkplatz. Das heißt, man hat ja eigentlich eine Möglichkeit, sagen wir so locationmäßig 600 bis 1200 Leute in eine, im Moment natürlich nicht Corona-bedingt, aber tatsächlich dort Leute reinzubringen, Konzerte zu veranstalten. Ich habe dort auch eigene Messen schon gemacht. Mhm. Es sind regelmäßig sehr, sehr viele Veranstaltungen dort, auch Veranstaltungen, zu denen ich gerne gehe. Auch wie gesagt, momentan natürlich nicht, aber tatsächlich war da schon sehr viel los hier. Und es hat so einen gewissen, früher haben wir immer gesagt, es ist unser eigenes gallisches Dorf. Ja? Also man muss gar nicht so unbedingt vor die Tür, also man ist schon vor die Tür, aber
man muss nicht, also ich, seit ich hier bin, bin ich nicht mehr so oft in Stuttgart-Mitte, weil ich sage, hallo, ich meine, ich habe alles, was ich brauche. Ne? Da vorne ist eine Apotheke, eine Bank, eine Reinigung, ein Supermarkt. Also man hat irgendwie alles und man kann sich auch noch vor das eigene Büro setzen und Feuer anzünden und Spaß haben. Und dazu trägt natürlich auch das Ganze die Nachbarschaft hier bei. Und dann ist man immer mal wieder was los. Die Kulinar zum Beispiel, diese kleine Spezialitätenmesse oder unsere eigene Xont-Messe haben wir da gemacht und sowas. Es ist immer wieder spannend und wir haben jetzt erst in dieser Phoenix-Halle mit den Fantas eine ganze Woche aufgezeichnet. Aufgezeichnet was? Ja. Darf man das wissen? Eine oder? Weihnachtsshow. Eine Weihnachtsshow? Ja, ohne Publikum. Genau. Okay, wir sind gespannt. Das heißt, wenn wir das hier senden, beziehungsweise online abrufbar machen, dann ist es schon vorbei. Denn du bist der Auftakt ins neue Jahr. Ah, okay. Ja. Dann, ja. Genau. Dann war das die Weihnachtsshow, die am 20.12. ausgestrahlt wurde. Ah. Genau, mit hoher Resonanz. Ja, sehr schön. Das nehmen wir jetzt einfach mal vorweg. Wir sind eigentlich mittendrin in dem, was fester Bestandteil dieses Postcards ist, nämlich dieses hier. Sprich Stuttgart. Fragebogen. Ja, da möchte ich direkt mit der ersten Frage unseres Fragebogens reinstarten. Die lautet, Sie waren lange unterwegs und kommen das erste Mal wieder nach Stuttgart zurück. Am Horizont taucht der Fernsehturm auf. Was fühlen Sie? Ja, es ist tatsächlich ein Heimatgefühl. Also ich hatte ja mal dem Wahn verfallen. Ende der 90er dachte ich, ich mache mal einen Job in Berlin. Habe für Universal dort ein Label geleitet. Und ich habe dort erst festgestellt, wie sehr ich Schwabe bin, also mal tatsächlich auch Mentality-mäßig, und wie sehr mir diese Stadt ans Herz gewachsen ist. Ich bin ja gebürtiger Ludwigsburger, da wollte ich allerdings nicht bleiben, muss ich zugeben. Diese Stadt ist mir doch ein bisschen zu eng geworden, relativ schnell. Schon mit 13 dachte ich so, Hilfe. Da hat mir dann Udo Lindenberg geholfen mit seinem Text, die beste Straße unserer Stadt führt aus ihr heraus. Ich komme heute. Aber ich bin jetzt nicht so richtig weit, das sind ja jetzt 12 Kilometer. Nee, aber das sind aber 12 durchaus entscheidende Kilometer aus meiner Sicht. Nicht, dass ich nicht gerne wieder nach Ludwigsburg komme, aber es ist schon vergleichsweise provinziell. Also auch wenn sich das jetzt aus dem Sicht, also sieht als Stuttgart, das irgendwie blöd anhört, aber. Ich bin gerne hier in Stuttgart und ich habe es auch ich lieben gelernt. Hier und da hasst man es auch mal, das ist klar, aber im Großen und Ganzen ist das dieses Gefühl des Nachhausekommens ist definitiv das, was dann augenscheinlich ist. Mhm. Mit dem Fernsehturm. Aber ich würde da bei der Berlin-Erfahrung doch noch mal kurz nachhaken. Wir hatten einen Hörer, der hat gesagt, ihr macht immer so Berlin-Bashing, weil ganz viele unserer Gesprächsgäste festgestellt haben, es gibt einen Sog nach Berlin, auch in der Kreativszene. Ganz viele gehen nach Berlin und wollen da auch sein, weil da steppt jetzt der Bär, um dieses Bild mal aufzugreifen. Passt jetzt nicht. Das ist für dich kein Thema. Nee, also das ist auch, ich glaube, da lügen sich auch ganz viele Leute ordentlich in die Tasche, weil natürlich ist klar, Berlin hat natürlich einen gewissen Magnetismus. Es ist aber in erster Linie ein Party-Magnetismus. Ne? Also es ist ein großes Party-Ghetto. Mhm. Man könnte im Grunde wieder eine Mauer außenrum bauen, das würde keiner merken, weil alle nur am Feiern sind. Und ob sie nun durch die Tür müssen vorher oder nicht, das tut ja auch nicht zur Sache. Und diese Kreativgeschichten, also wenn ich zum Beispiel an der Musikfest mache, das sind halt 5 Bands, ja, die es da oben geschafft haben, die kommen daher, das sind die Ärzte, das ist Seed, das ist Rammstein, dann kommen noch, und von mir aus noch die Beatsteaks und dann ist es aber schon dünne. Mhm. Ja. Und natürlich die Rap-Szene in Anführungsstrichen, die war hier groß, und dann ist in Berlin groß, jetzt ebbt sie wieder ab in Berlin, aber dieser unbändige Glaube daran, dass man, also if you make it there, you make it anywhere, so wie in New York, ist das einfach nicht in Berlin. Ja? Und für mich ist Berlin halt dysfunktionell. Also ich sage immer, diese Stadt funktioniert nicht. Es gibt nichts in dieser Stadt, was wirklich funktioniert. Der Verkehr funktioniert nicht, die Regierung funktioniert nicht so richtig. Dann ist das Problem, Berlin ist ja nicht so, wie wir uns das vorstellen, Stuttgart. So, Berlin ist ja in tausend Kieze unterteilt, ja, und ist ja auch am Ende des Tages eher so eine Art eigener Föderalismus zwischen, also ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, treffen wir uns heute Abend da, wo wohnst du denn? Da sage ich in Kreuzberg, oh, Alter, ich wohne in Spandau, da komme ich doch nicht hin, Alter, da habe ich keinen Bock drauf und so. Also es ist wahnsinnig kompliziert alles. Ich da auch, als Berliner fühlt sich kaum einer. Die Leute fühlen sich als Kreuzberger oder als Neuköllner oder als Westen, als Charlottenburger ganz speziell. Oh, ich bin Mollendorf-Platzkind und so. Also da ist jeder auf seinen eigenen Mini-Kiez im Zweifelsfall stolz.
Und das kennen wir ja hier gar nicht. Ja. Es gibt, sagt ja gar nicht, ich bin Häslacher. Und wenn, dann ist er nicht stolz drauf. Ja. Also das ist. Ja, du bist ja auch im Prinzip 5 Minuten durch den Schwabtunnel von Süd in West und so. Also natürlich, klar, jetzt, darin liegt es also, ein Stück weit auch. Ja. Klar, in Berlin, wenn du einmal außen rumfährst, bist du, glaube ich, 190 Kilometer Stadtautobahn gefahren. Das ist schon eine Menge Holz und keine Frage, es ist eine riesige Stadt, 3,6, 3,8 Millionen Einwohner. Ich, für mich war Berlin nichts. Ich habe, mir ist das es ist mir zu rough, es ist mir zu dreckig, es ist mir zu. Ich merkte einfach, dass ich wirklich dieses bisschen schwäbisch Picky-eske dann doch hier mag einfach. Also ich will es einfach nicht total versifft haben. Ich will auch nicht, dass jedes Auto automatisch dreckig sein muss, weil sowieso dreckig wird. Oder dass jedes Fahrrad billig sein muss, weil sowieso geklaut wird. Ja. Und dass deswegen die Klamotten auch erst gar nicht gewaschen werden, weil sie eh gleich wieder versifft sind oder zerreißen. Dann ist das alles so ein riesiges Messi-Ding irgendwie. Das ist also nicht meins. Es gibt bestimmt Menschen, die das toll finden. Die halten das für urbanen Charakter. Ich halte es für dreckig und dysfunktionell. Und da hat ja dann Stuttgart, wenn ich das richtig raushöre, auch gewisse Dinge, die sie jetzt in anderen Städten nicht sehen. Also wie würden Sie das beschreiben? Was hat denn Stuttgart dann, was solche Städte wie Berlin eben nicht haben? Was macht Stuttgart da so besonders für Sie? Naja, Stuttgart ist tatsächlich, also das fängt natürlich damit an, dass in Stuttgart das es wird einfach mehr Geld verdient. Ja? Also es ist funktionaler, natürlich nicht nur im urbanen viel, sondern es ist natürlich auch funktionaler dahingehend, dass in Berlin ist ja nur einfach nicht besonders industriereich. Das war mal so vor 150 Jahren, aber das ist halt nicht mehr so. Und hier ist natürlich eine Menge los, also nicht nur Mercedes, Porsche, Bosch, sondern hier ist natürlich auch außenrum im Speckgürtel, reden wir über Stiel, reden wir über Wirth, reden wir über... Also da haben wir was und natürlich die ganzen Filtern, wo jeder, also es kommen, glaube ich, nach wie vor 35% aller in Deutschland angemeldeten Patente aus dem Raum, aus der großen Region Stuttgart, aus der Gegend hier. Und das ist mal das eine. Das merkt man natürlich auch in der Stadt. Es wird, jetzt momentan sieht es natürlich aus wie nach dem Krieg, klar, durch dieses S21-Ding, das irgendwie sich ein bisschen schleppt, wie ja auch zu erwarten war. Aber an sich ist es halt ein bisschen sauberer. Und natürlich kann man das als spießig betrachten und sagen, ja, das ist ein bisschen komisch, das ist mir zu picky. Ich finde genau das eigentlich gut, weil ich möchte nicht nur durch Müll stapfen, nur ich jetzt und das dann als cool empfinden. Ich finde das nicht cool, ich finde das einfach nur dreckig. Und das ist hier ein bisschen anders, man guckt hier ein bisschen mehr danach, wobei es auch schlimmer geworden ist, muss man sagen, das ist auch nicht mehr so ganz so einfach. Ja, ist auch so einiges passiert in der Innenstadt. Aber an sich finde ich das Besondere an Stuttgart, dass der Wille, aus der Stadt heraus was zu bewegen, viel größer ist, vielleicht genau deswegen, weil hier nicht die Hölle los ist. Weil ich vergleiche das gerne mal auch mit Hannover, weil Hannover ein völlig anderes Ballgame ist. Aber ich sage mal, die ganz großen Bands zum Beispiel, ja, die kommen ja nicht zwingend aus Berlin, die kommen auch nicht zwingend aus Hamburg. Ja? Da kommen ganz viele dann eben doch aus Stuttgart, aus Hannover. Ich sage mal, die Scorpions kommen nicht aus Hamburg. Ja? Und ich glaube, dass dieses leicht angekratzte, provinziell anmutende, glaube ich, auch so ein bisschen eine Energie erzeugt und so einen Push gibt. Also ich will nicht so provinziell, sondern es gibt, glaube ich, einfach Motivation. Wohingegen die Großstadt Hamburg Plus aufwärts natürlich in allererster Linie Ablenkung bietet und in allererster Linie ein permanentes, ich bin heute auf der Gästeliste, heute spielt der hier, morgen spielt der, dann ist das Theater, dann ist die Kulturveranstaltung und alles. Und du bist so abgelenkt. Also ich kenne viele Bands, die sagen, ich kann nicht nach Berlin oder Hamburg zum Produzieren, weil ich komme zu nichts. Ich kann keine Songs schreiben. Ich gehe lieber in die Diaspora sonst wohin und schließe mich in Meckpommern in irgendein verfallenes Schlösschen weg und da bin ich dann kreativ oder bin dann habe zumindest die Ruhe und bin auch nicht jeden Abend stock besoffen oder sonst irgendwas. Würden Sie dann sagen, dass vielleicht auch dieses Provinziellere oder auch dieses, dass man Zeit hat, kreativ zu sein, dass das auch als Mitgrund beschrieben werden könnte, dass eben die Fantastischen Vier aus Stuttgart damals dann so groß wurden und Hip-Hop in Deutschland überhaupt etablieren konnten? Oder es war ja auch Advanced Chemistry, die aus Heidelberg stammen, genau, die als erste bekannte Band, also als erste bekannte Hip-Hop-Band hier in Süddeutschland den Hip-Hop auch geprägt haben. Ist das da mitverantwortlich? Ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, zumal ja der Unterschied zwischen dem, was in Berlin passiert, oder passierte mit Agro Berlin zum Beispiel, also die ersten Gehversuche von Sido, Bushido und so weiter,
Und dann jetzt, das, was jetzt läuft, irgendwie das Capital Bra ist oder was auch immer, was ja quasi schon die vierte oder fünfte deutsche Hip-Hop-Generation ist. Also, das sind natürlich keine echten Generationen, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Das ist bei uns ja ein bisschen anders gewesen. Wir haben das ja, das gab es ja nicht. Es gab ja keinen deutschen Hip-Hop. Und natürlich, ich meine, Smudo und Thomas kamen aus Gerlingen und aus Ditzingen. Also auch wieder Speckgürtel Stuttgart. Irgendwie Michi war der einzige echte Stuttgarter, der in der alten Weinsteige aufgewachsen ist. Und Andi ist auch so von den Filtern runtergefallen irgendwie. Und es ist tatsächlich so, dass man das ja auch in den Texten merkt, das sind ja Mittelstandskids. Ja? Das sind ja keine, oder waren, das sind ja keine Ghetto, real urban Stories, die dahinter stehen, sondern es sind einfach Mittelstandskids. Der Vater war Programmierer, der andere war Zahnarzt und was weiß ich was irgendwie. Und da gibt es auch legendäre Zitate bei MTV, ich glaube, wenn mich alles täuscht, war das Ray Cox, hat ich fand das Interview, damals gab es noch kein deutsches MTV, und dann sagte der Thomas einfach, we are from the Mittelstand, weil ihm einfach das Wort fehlte, und das gibt es natürlich als legendäres Zitat, ähnlich wie der Satz, German language is rappable. Und das ist natürlich, rappable gibt es gar nicht, glaube ich, das Wort, aber es ist natürlich sehr lustig, weil es eigentlich alles beschreibt. Sie wollten sich abgrenzen, sowohl von diesem American Ghetto Rap, der natürlich total real aus der Bronx, aus Brooklyn, weiß ich, was gekommen ist, oder vielleicht aus den Five Boroughs of New York, wie auch immer. Und dann aber auch abgrenzen von dem englischen Rapper, das halt nicht native ist und deswegen dann die deutsche Sprache. Und ich glaube, ich spreche mit zwei Leuten, die sich mit der deutschen Sprache auskennen. Es gibt nichts Schwierigeres, als gute deutsche Texte zu schreiben. Weil diese Sprache ist unglaublich komplex und unglaublich toll, aber eben auch so feingliedrig, dass ein Wort und der Text ist im Arsch. Mhm. Ja. Und das haben sie, glaube ich, aus dem Antrieb raus. Sie wollten in Stuttgart sein, sie wollten nach Stuttgart rein, sie waren so ein bisschen urban interessiert. Der eine war ein Computer-Nerd, der andere war ein Disco-Jockel, der dritte war Friseur. Ja, Thomas war ja schlussendlich, hat Friseur gelernt und hat als erstes gesagt, ich werde Popstar. Das ist seine ganz klare Ansage gewesen und er hat es bis jetzt ganz gut durchgezogen. So. Diese Mittelstandsgeschichte, ich finde das so analytisch, wenn man jetzt später da drauf guckt, erkennt man das sofort. Das war auch in der Ausstellung im Stadtpalais, finde ich, unglaublich gut behandelt. Ja? Mhm. Also, dass man das als USP sozusagen der Fantas auch verstanden hat. Aber in dem Moment, wo das entstanden ist, war es Ihnen da schon so bewusst? Also den Vieren und dir? Also es ist Ihnen relativ schnell klar geworden, weil Thomas und Smudo, die Story ist ja auch uralt, aber sind ja mal zusammen nach Amerika und haben sich dort, glaube ich, ein halbes Jahr zusammen durchgeschlagen, wirklich mit ohne Geld. Und haben sich da so eine alte Karre gekauft, ein paar Mark, und sind da rumgeballert und haben da irgendwie in Studenten gepennt und haben da auch ein bisschen, haben dann tatsächlich auch gerappt und haben dann immer wieder auch auf Deutsch gerappt. Und sie haben dort gemerkt, wer sie sind und wie sie sind und dass sie mit dem Mittelstands-Approach, mit ihrem Nimbus, ja, genau, nicht als Ghetto-Kids durchgehen, weil da drüben gibt es echte Ghettos, das gibt es ja hier gar nicht, schon gar nicht in Stuttgart, also wir wollen gar nicht drüber reden. Ja. Wenn man heute über Ghettos redet in oder über Streetwiseness oder was ich weiß, in Berlin, sage ich auch, ja gut, natürlich ist am Kottbusser Tor jetzt nicht gerade der Killesberg, ja. Aber es ist auch nicht, es ist auch gewollt. Es ist gemacht. Es ist nicht so, oh Gott, es ist nicht prekär per se. Ja. Es wird halt so gebaut und ein Stück weit ist auch so ein bisschen, will man da auch sein. Ja, man will halt auch so, ne? Ich sag mal, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ne? Das ist ja irgendwie am Kotti deutlich spürbar. Ich habe in der Ecke gewohnt, zwei Jahre lang, sehr nah in der Ecke. Also ich habe am Paul-Linke-Ufer gewohnt, das ist genau zwischen Neukölln und Kreuzberg, also dem klassischen SO 36. Und dann das Büro von Def Jam damals war tatsächlich um die Ecke in der Oranienstraße. Und das war vor 20 Jahren noch, ja, ging so. Heute ist das ein No-Go-Place. Ne? Also da geht man nicht mehr hin, wenn man nicht weiß oder wenn man nicht muss. Mhm. Und das gibt es ja hier gar nicht. Und davon haben sie sich abgegrenzt, indem sie gesagt haben, wir sind tatsächlich vergleichsweise wohlbehütete Mittelstandskids. Mhm. Worüber sollen wir jetzt rappen? Was auf der Straße los ist? Wir wissen nicht, was auf der Straße los ist. Es gibt keine Straße hier in dem Sinn.
Also gehen wir andere Themen. Und das macht die Texte clean, vergleichsweise. Das macht sie poppig, das macht sie erfolgreich und das macht sie challenging für Familien mit Kindern. Deswegen ist heute noch immer noch so, dass die Kids sagen, ich bin herausgefordert von dem Text, ich bin aber auch gleichzeitig unterhalten, ist ein bisschen Storytelling dabei und die Eltern sagen, das kannst du ruhig hören, das tut nicht weh. Absolut. Ist das dann vielleicht auch sowas, was einfach den Erfolg ausmacht, dass es halt nicht dieses Gangstermäßige ist, sondern... Denke ich absolut. Das macht es einfach generischer. Mhm. Ja, also weil ich meine ganz ehrlich, also das Einzige, was man in diesem heutigen Gangster-Rap, der will ich nur noch um, also schick deine Mutter, ich hab Drogen, weißt du, und gib mir Eledin und was ich meine. Also wenn das alles, wenn man das heute hört, dann wird ja logischerweise das Einzige, was man dieser Sache noch zusprechen kann, ist, dass man sagt, okay, eine Generation versucht, sie von der anderen abzugrenzen. Das ist ja nichts Schlimmes erstmal. Das war bei uns war es halt Punk, woanders war es New Wave und dann war es halt Rock oder Rock oder sonst irgendwas. Und ich habe auch mit Rap per se überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil. Ich höre auch selber gerne, wobei ich gerne etwas Substanzielleren höre, aber egal. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass das wohl den Erfolg ausmacht, dieses Reine da drin, dieses Feine und dieses natürlich auch sprachakrobatische ganz anders rüberkommt, weil es ist schon ein Unterschied, ob ich Zitatcharakter habe und das finde ja ich immer gut. Ich finde, also ich glaube, der große Erfolg von den Fantas ist der Zitatcharakter. Also das ist halt heute noch, ist es die da, klar können wir das nicht mehr hören, aber Fakt ist, das ist halt einfach ein zitatfähiges meine Stück. Meine Kinder hören das genau. Natürlich doch. Die und es ist genauso wie ja, tolle Rede, Mann oder x andere Sachen oder populär oder also einfach Schlagworte, die immer wieder funktionieren und das macht den Zitatcharakter aus. Jetzt will niemand Apache 207 zitieren. Das ist ja nicht gesellschaftsfähig. Mhm. Ja, und das macht schon den Erfolg aus, glaube ich. Also mit, gibt natürlich ein paar andere Faktoren. Aber. Und die und Andi Y wohnt noch in Stuttgart, die anderen sind woanders. Mhm. Aber diese Bindung zu Stuttgart ist immer noch da. Ja. Also es ist schon ein bisschen nach Hause kommen. Es gibt, wie gesagt, wir spielen ja auch immer gerne dann an Weihnachten hier in der Schleierhalle. Mal einmal, mal zweimal, mal dreimal, je nachdem, wie die, ist ja halt nicht. Wie die Tourneelage ist. Und wie. Aber es ist schon, natürlich haben sie sich ein neues Umfeld geschaffen, Smudo in Hamburg, Thomas in der Eifel und mich in Berlin. Aber Heimat ist Heimat. Ne? Und ich denke, das ist auch ein Wort, das man ohne rot zu werden aussprechen dürfen sollte. Also das hat auch nichts mit verblendetem Patriotismus zu tun. Es ist einfach nur, man fühlt sich ja wohl, es ist einfach zu Hause sein. Das ist das Normalste der Welt, glaube ich. Jetzt gehört ja zu dem klassischen Heimatding, Stuttgart-Ding, auch immer das Schlagwort Kehrwoche dazu. Das ist so irgendwie sowas, was man mit Stuttgart verbindet. Was bedeutet das denn für Sie oder was ist es? Was verbinden Sie damit? Ich bin wahnsinnig froh, dass es das gibt. Ja? Aus vorhin erwähnten Gründen. Also ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich hier keine Kehrwoche machen muss. aber ich würde mich auch nicht dagegen wehren, weil es geht ja bei der Kehrwoche nicht nur darum, dass man im Haus, im Mietshaus, eine gewisse Grundsauberkeit aufrechterhält, die ja eine neue Qualität gewonnen hat seit Corona, by the way. Sondern es geht ja auch darum, dass man ums Haus rum ein bisschen guckt, ne, dass jeder so ein bisschen seinen Krempel im Griff hat und im Gottes Namen muss man halt irgendwann mal das Laub wegmachen, sonst fault es halt zusammen und hat plötzlich neue Erde im Rinnstein liegen. Ich habe das immer, wenn ich in Amerika bin, dann sagen die Leute immer, it's so tiny and clean in Germany, everything so, it looks so great and so clean. Sag ich mir, ja, das liegt daran, Leute, dass hier bei euch in Amerika gehört dir dieses Grundstück und da drüben 800 Meter weiter gehört dem anderen das Grundstück. Und dazwischen das gehört niemand. Und das macht auch keiner sauber. Und da sieht es aus wie bei Hempels in so einem Sofa und daneben kommt dann wieder so ein Country Club, wo du denkst, wow. Ja, oder so suburban Neighborhood, wo du dann denkst, oh, wow, hier ist alles irgendwie, da ist der Rasen mit der goldenen Nagelschere gemäht worden irgendwie. Und das ist halt in Deutschland anders. A, haben wir nicht so viel Platz. Wir müssen aufpassen, dass wir den Platz, den wir haben, so nutzen und wir müssen ihn auch sauber halten, weil wir eine andere Art von Solidargemeinschaft haben als in Amerika. Wir helfen uns vielleicht nicht in Krisen so selbstlos wie die Amis das tun, das mag sein, aber wir gucken darauf, dass wir in Everyday Life irgendwie ein bisschen miteinander klarkommen. Und ich finde es schon cool,
dass mein Nachbar nicht seinen Müll in den Garten kippt, dass er einfach auch nicht darf. Und deswegen mache ich es auch nicht. Und das ist auch eine Art von Solidargeschichte. Und die Funktion in Stuttgart hat durch diese ja, klischeebehaftete Regel der Kehrwoche natürlich extrem gut. Und deswegen finde ich sie gar nicht so schlecht. Und das kann man jetzt schon sagen, nach 13 Folgen, sprich Stuttgart, es gibt keinen, der dieses, unserer Gäste, keinen, der dieses Klischee bedient hat, sondern alle haben diese soziale Funktion der Kehrwoche, dieses Gemeinschaftliche betont und haben gesagt, das ist eigentlich ein Kümmern auch ein bisschen umeinander, dass man nicht gerade irgendwie draußen auf die Nase fällt, wenn der Schnee nicht weggekehrt wurde. Also insofern belegen wir dieses Klischee jetzt neu. Das ist nämlich super, Corinne, dass wir diese Frage im Fragebogen haben. Ja, auf jeden Fall. Und dass es halt auch nicht dieses Altbackene sein muss, dieses Picky-mäßige, dass die Stuttgarter da eitel sind oder so, sondern dass es wirklich auch was Solidaritätsmäßiges hat. Okay, sollen wir weitermachen im Fragebogen? Gerne. Corinne, willst du eine Frage rausbitten? Wir haben jetzt über viel Positives auch gesprochen im Hinblick auf Stuttgart. Mich würde mal interessieren, wo Stuttgart für Sie zum Davonlaufen ist. Also zum Davonlaufen finde ich es nicht. Ich habe natürlich keine Lust mehr auf diesen Dauerstau. Und im Moment geht mir dieser nahezu blinde Aktionismus der letzten 8 Jahre von den Grünen, vor allem den Outcome dessen, geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich muss mit einem 12-Zylinder durch die Stadt ballern. Das ist auch völlig in Ordnung, ich kann auch Fahrrad fahren. Das mache ich auch gerne, ich fahre auch gerne Elektro und alles Mögliche, das ist auch völlig okay. Wenn mir jemand sagen würde, du darfst nicht mehr mit dem Auto in die Stadt, dann würde ich nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren. Dann würde ich mir irgendwas anderes einfallen lassen, würde mein Elektrofahrer mit dem Lastenrad oder weiß der Teufel, kann man alles machen. Nur man muss es auch ansagen. Und man muss es auch vor allem nicht in so einem Modus operandi machen, der einfach nur noch Unverständnis erzeugt. Weil diese Stadt hat natürlich ihr Geld, ihren Reichtum, ihre Schönheit von in erster Linie der Automobilindustrie bekommen oder von den Zulieferern und so weiter. Da ist eine Menge Geld verdient worden hier. Und man verlässt sich auch ein Stück weit noch auf diese Firmen. Man sagt immer, ja, solange wir eine Mercedes haben, solange wir eine Porsche haben. Die Frage ist halt, wie lange noch? Ja? Weil von einer S-Klasse in einem Taycan kann sich Stuttgart nicht füttern. Und das Problem mit der Sache ist, dass das zum Beispiel diese Chaos-Aktion, die Theodor-Heuss-Straße einspurig zu sperren, damit da dann 2 Fahrradfahrer am Tag durchfahren. Es gibt da unter anderem, es gibt da zum Beispiel einen Grund, warum Stuttgart keine Fahrradstadt ist. Das ist ein ganz einfacher topografischer Grund. Ja, wir haben erst angefangen, Fahrrad zu fahren, als es Elektroräder gab. Weil vorher, wenn du von Cannstatt nach Degerloch mit Fahrrad fährst, bist du platt. Dann machst du kein Meeting mehr, da kommst du komplett durchgespitzt an und sagst, ja, sorry, ich bin ein bisschen durchgeschwitzt, wir können ja trotzdem jetzt mal irgendwie hier zum Zahnarzt fahren oder sowas mit dem Fahrrad und dann erstmal duschen muss. Das geht hier einfach nicht. Mit dem Elektrorad geht das. Aber die gibt es in einer vernünftigen Art und Weise seit 5 Jahren. Vorher waren das Experimente oder sie haben 6.000, 8.000 oder 10.000 Euro gekostet. Also jetzt reden wir über eine Elektromobilität, die langsam anfängt zu funktionieren. Und natürlich kann man die auch in Stuttgart durchführen. Wir haben in Stuttgart das topografische Problem auf 2 Arten. Wir haben es A, hoch, runter. Wir haben es aber auch links, rechts. Du kannst Stuttgart nicht einfach größer machen. Die Expansionsmöglichkeiten von Stuttgart belaufen sich auf Häslach. Also du kannst einfach nur hinten raus, noch bis zum Südhammer Platz, irgendwie ein bisschen Platz schaffen und ein paar alte Sachen abreißen und ein paar neue hinbauen. Das war's. Mehr ist nicht. Die B10 Richtung Esslingen ist links begrenzt vom Neckar, rechts begrenzt von Industrie, die man nicht einfach wegdenken kann oder von Häusern. Die Versuche, die gerade gestartet werden, unten am Neckar, also an der Wilhelma, das zu untertunneln, ja, mehr als überfällig, nur da wird der Stau einfach nur in den Keller verlegt. Also da wird nicht mehr Platz entstehen. Da wird der Stau genauso sein, der wird halt dann unten sein und nach oben nicht mehr zu stinken. Und die Wilhelma hat dann Neckarzugang. Gut, schön, kann man machen, kann toll werden. Ich wünsche den Familien, dass dann der Zoo vielleicht endlich mal ein bisschen weniger Tierquälerei macht, sondern ein bisschen mehr schön aussieht. Aber grundsätzlich zum Davonlaufen finde ich eigentlich die Langsamkeit, was gewisse Dinge angeht. Also das ist mir alles viel zu undynamisch. Und wenn was gemacht wird, dann wird es immer aufgrund eines Ereignisses, das zum Beispiel in München stattfindet oder in Fukushima oder in, weiß der Henker wo, dann wird hier, wir müssen jetzt sofort, weil dann irgendein Bürgermeister merkt, scheiße, ich bin gerade gewählt worden, ich habe noch 7 Jahre, ich kann nicht 7 Jahre pennen, also was mache ich jetzt?
oder jetzt gerade gewählt werden will und natürlich dann unglaubliche Action versucht zu machen und gerne dann auch so, so komische Aktionen, ich sage mal Wagenhallen, ne? Also so Sachen, wo du denkst, Alter, lass es doch einfach sein, lass es doch einfach so, wie es ist und gut ist. Und dann fährt da halt jemand seine S-Klasse kaputt, weil so hohe Schlaglöcher drin sind. Ja, ist so. Ja, lasst doch in Ruhe. Dann habt ihr das bisschen Subkultur, dann lasst es laufen. Mhm. Also das finde ich schon nervig, weil, wie gesagt, man kann natürlich die auch verschlimmbessern. Ja? Also es gibt die Kehrwoche und es gibt Sauberkeit und es gibt Regeln und es gibt Ordnung, aber es gibt natürlich auch zu viel Ordnung. Und aber das ist dann schon nervig. Zögerliches, also für dich ist es einfach ein zögerliches Handeln der Kommunalpolitik, weil man natürlich allen Interessengruppen gerecht werden will, weil man keinen verprellen will und dann geht nichts vorwärts. Ja. Also ich meine, das beste Beispiel in Stuttgart ist die Kfz-Zulassungsstelle. Da könnte ich zur Sau raus. Also das ist wirklich was, da könnte ich Amok laufen da drin. Also da habe ich schon gedroht, dass ich mich in die Heizung kette, wenn ich nicht sofort das bekomme. Das hat gewirkt, weil das war tatsächlich eine schöne Weile her, da habe ich ein Auto zugelassen, das war so ein alter Chevy Blazer irgendwie so, und das war so ein Promotion-Auto, als ich noch in der BOA gearbeitet habe. Und der kam aus der Schweiz, das ist ein Ami-Auto, das aus der Schweiz kam, und musste ich erstmal, ich weiß nicht, vom Regierungspräsidium irgendwie eine Sondergenehmigung beantragen, weil er rote Blinker hatte. Ja, die ganzen Amis von Robinson, die fahren alle mit roten Blinkern, aber gut. Haben wir dann hingekriegt, 400 Mark. Und dann musste ich noch das und noch jenes, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Und ich habe, also unfassbar. Und am Ende des Tages ist es heute nicht besser, weil heute ist es so, dass mittlerweile so büffelartig aussehende Disco-Türsteher vor der Kfz-Zulassungsstelle stehen. Den Mangel verwalten. Ne? Und dort, ja, den Mangel verwalten ist ein schönes Beispiel, also ein schönes Wort dazu. Tatsächlich ist es so, dass die verhindern, dass Leute morgens um 4 aufstehen, sich 5 Nummern ziehen und sie 3 Stunden später für 20 Euro an die Leute verkaufen, die am Platz 180 stehen, so. weil sie an dem Tag ihr Auto zulassen wollen. Das finde ich schon der Gipfel. Also das ist einfach so, Leute, also, was ist denn eine Kfz-Zulassung so schwierig? Also Haus hinstellen, Leute reinsetzen, Computer anschließen, ab die Luzi. Stuttgart, Skandal. Also ich mache das mittlerweile nur mit so einem Zulassungsdienst. Das ist so ein alter Mann. Der macht das beruflich seit, glaube ich, 20 Jahren. Und der hat halt da hinten seine Hintertür und er geht halt rein und schmeißt 10 Dinger auf den Tisch und dann hat er seine Zulassung an dem Tag durch. Aber das kann es ja auch nicht sein. Aber das kann es ja auf Dauer irgendwie nicht angehen. Aber gut, also das sind zum Beispiel Sachen, die mich wahnsinnig nerven. Ja, verständlich, auf jeden Fall. Aber das ist ja, glaube ich, auch mit den Zulassungsstellen so ein bekannteres Problem in Stuttgart, wovon man auch schon... Gibt es aber auch andere. Es gibt auch andere Städte. Ja, auf jeden Fall. Wo es dann einfach irgendwie elektronisch läuft. Stimmt. Ja, gut, Corona hat das Problem jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt besser gemacht aktuell, sondern eher auch nochmal verschlimmert. Aber wo wir jetzt eh schon beim Thema Mobilität sind, was ist denn Mobilität in Stuttgart? Was bedeutet das für Sie? Ein sehr dynamischer Prozess. Also ich fahre nicht mehr so oft in die Stadt. Mhm. Ich bin tatsächlich aus diversen Gründen nicht mehr so oft drin, weil sind meine Viertel irgendwie nicht mehr so, wie ich sie kenne. Also es ist ein bisschen, also sagen wir mal so, ich bin ein großer Flohmarkt-Fan. Also ich bin bin eigentlich normalerweise jeden Samstagmorgen auf dem Flohmarkt. Was ist das, Schiller oder Karlsplatz? Karlsplatz. Und seit das Dorotheenviertel da hingestellt wurde, ist das so ein bisschen, also das ist wirklich so, der Karlsplatz ist so der eine Schlagmensch mit dem Flohmarkt. Und ein Schritt weiter ist dann schon dieses, wie heißt es, Nesenbach, diese schicke Kneipe. Und dann da kommt dann hinten schon diese unsägliche Sansibar-Verschnittkiste irgendwie. Und da ist dann echt so Reichenghetto. Ne? Also das ist dann echt so, da denke ich immer so, wow. Das war früher, saßen die nur im Böhm, diese Leute. Die saßen alle vorne im Böhm, haben ihren Champagner geschlürft und dann waren sie gut aufgehoben. Jetzt sitzen die überall. Und ich meine, ich könnte mich ja da rein theoretisch auch hinsetzen und Champagner schlürfen. Nur bin ich nicht so der Typ, der Samstagmorgens Champagner trinkt und B, überhaupt Champagner trinkt und C, ich mich mit solchen Leuten umgibt, weil die einfach der Sinnlosigkeit frönen und da rumhängen. Und ich finde, das ist für mich der Grund, warum ich nicht mehr so gerne reinfahre, weil es irgendwie so ein bisschen sinnlos wird. Und dann kommt das Zweite, da kommt dazu, dass man natürlich irgendwo hingeht, in Läden, die man schon lange kennt, ich brauche das oder ich brauche das,
Das haben wir nicht da, das können wir ihm bestellen. Also, hier, Alter, bestellen kann ich selber. Und dann kann ich es auch gleich selbst bestellen. Also, ich brauche nicht dreimal in die Stadt fahren, Sprit verbrauchen, Parkplatz suchen, Strafzettel kassieren oder was auch immer, Parkgebühren bezahlen, um dann dort gesagt zu bekommen: Geben Sie mir eine Kreditkarte, ich bestelle es Ihnen. Ja, Alter, dann, kann ich es auch direkt in die Hüte bestellen. Dann wollte ich nicht durch die Gegend rennen. Das ist das eine. Das andere, was ich meinte mit dynamischem Prozess, es ist wirklich so, im Moment fahre ich tatsächlich meistens mit dem Motorrad, also jetzt bei 0 Grad nicht unbedingt, aber doch durchaus auch bei so einem Wetter auch mit dem Motorrad, weil ich einfach schneller drin bin. Ich bin einfach schneller drin, schnell wieder raus und habe schneller einen Parkplatz. Ich habe tatsächlich geschafft, mit dem Motorrad einen Strafzettel zu kriegen. Durch zum ich habe mir mit dem E-Roller so, einbekommen. Wow, das ist echt krass. Ja, also, selbst das gibt es. Ja, aber ich fahre manchmal Fahrrad, ich fahre auch mal mit dem Auto, weil ich Dinge transportieren muss. Okay. Wenn ich jetzt keine Ahnung, was Fotoausrüstung besorge, dann kann ich ja nicht mit dem Fahrrad, weil es aber nicht geregelt kriege irgendwie. Aber ich versuche so wenig wie möglich mit dem Auto reinzufahren. Ich muss zugeben, ich bin ein wahnsinniger ÖPNV-Muffel. Also ich kann mich nicht an eine S-Bahn-Fahrt erinnern, die ich tatsächlich gemacht habe. Also das ist für mich, wenn meine Frau zu mir sagt, ja, dann nimmst du die 3 und dann die 4. Und ich so, wovon sprichst du? Das ist eine eigene Welt. Also, ja, das ist echt eine eigene Welt und die ich nicht betreten möchte. Das liegt aber tatsächlich ein bisschen daran, hört sich jetzt ein bisschen doof an vielleicht, aber mich kennen eine ganze Menge Leute und ich habe einfach nirgends meine Ruhe. Dann kommt man rein und dann, hey, der Weil, bla. Und so, oh, ich wollte eigentlich nur noch von A nach B fahren. Ich bin tatsächlich, also wenn man Taxi zum ÖPNV zählt, ich fahre Taxi. Ich bin sehr strikt, wenn ich mal sage, ich fahre in die Stadt und mir dann ein, zwei Glas Wein trinken mit jemandem, dann fahre ich schon mit dem Taxi hin, weil ich grundsätzlich keinen Meter Auto fahre, wenn ich was getrunken habe. Und deswegen bin ich mit Taxis ganz gut dabei. Taxi ist für mich ein sehr probates Mittel. In Stuttgart leider arschteuer. Das ist zum Beispiel in Berlin deutlich günstiger. Dafür in Berlin natürlich, liegt jetzt der Straße 12, wo sind Dette? Ja, bei uns wissen sie wenigstens, wo sie hin müssen. Also zumindest die meisten. Das Römerkastell ist immer noch ein Thema. Aber grundsätzlich ist Mobilität in Stuttgart für mich ein sehr dynamisches Thema, das sich bei mir andauernd ändert. Also ich fahre mal im Auto, dann habe ich eine Zeit lang, da fahre ich die ganze Zeit mit dem Fahrrad. Jetzt habe ich irgendwie ein paar Mopeds, mit denen ich gerne fahre. Ich habe auch so ein Elektroteil mir neulich mal besorgt und mit dem fahre ich rum. Ich finde die Zoom, diese Schwalben, finde ich Hammer. Finde ich total geil, macht wahnsinnig Spaß. Die Stellas finde ich ein bisschen klapprig, sage ich mal. Aber die Zooms sind echt geil. Das ist auch der hochwertigste E-Roller, den es gerade gibt. Das ist ein richtig geiles Teil, vor allem richtig Feuer. Also es geht echt ab. Also ist so Carsharing und Rollersharing auch so ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Also Car2Go habe ich sogar eine Kundennummer und so. Also ich für die habe sogar mal Werbung gemacht. ich finde Car2Go ist ja immer eine Option. Einfach mal, da steht einer um die Ecke. Das ist eigentlich echt gut gemacht, ob sich das rechnet, wie lange das noch da ist, das weiß auch kein Mensch. Ja, kommt was anderes aber, glaube ich. Was ich wirklich grauenhaft finde, sind diese E-Roller. Ich habe diese kleinen, also diese Tretroller mit. Ich habe so einen hier auf dem Gelände, weil du bist hier schon auch mal gerne 10, 12, 5 Kilometer am Tag unterwegs. Nicht, dass mir das nicht gut täte, aber es gibt auch Tage, wo ich denke, oh nee, jetzt nicht nochmal zum Rewe zurück, weil es sind dann immer so 500 Meter hier, 800 Meter, 500, also es sind 60.000 Quadratmeter hier, 65.000, das ist, dann läuft man sich schon auch ein Wolf irgendwann. Und dann nimmt man so ein Ding mal kurz hier, mal kurz dorthin, aber in der Stadt, auf der Straße, mit diesen kleinen Dingern, Leute so zappelig, zittrige, wenn ich das letzte Mal Roller gefahren, vor 30 Jahren Leute draufstehen, boah, und dann fahren die Kids zu zweit und rotze besoffen und so. Also da wird es demnächst auch ganz böse Schläge tun. Hat's schon. Ja, und sich dann so durch die ganzen Leute durchzuschlängeln über irgendwelches Kopfsteinpflaster ist ja, glaube ich, auch nicht unbedingt das Angenehmste mit diesem Teil, definitiv. Aber ganz praktisch jetzt, gerade wenn man das natürlich im Römerkastell dann gut benutzen kann, um da von A nach B zu bekommen, das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Jetzt hatten Sie vorhin Stuttgart 21 schon angesprochen, das Stuttgart-Thema. Klar, ÖPNV jetzt eigentlich nicht so ganz das Thema dann, wenn Sie das recht wenig nutzen. Aber es hat ja doch jeder irgendwie so eine Meinung, Einstellung zu Stuttgart 21. Was bedeutet das denn für Sie oder was ist Stuttgart 21 für Sie? Oh Gott. Also das kann man, glaube ich, weder in einem Satz beantworten, noch gibt es eine klare Meinung dazu. Ich glaube, das ist auch das Problem dieses Projekts, ist genau das, dass da gibt es kein Ja und kein Nein. Das hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn es mal fertig ist und mal ein bisschen Patina dran gewachsen ist, wird man wahrscheinlich sagen, ist doch geil. Also ich sage mal, auf dem Gelände, die Bücherei finde ich super. Das sieht mega aus, das Ding. Das ist architektonisch zwar ein bisschen Lego-mäßig, aber innen ist es einfach toll gemacht.
Ich finde es schön, dass wir diese Bibliothek haben. Ich glaube, wir werden auch irgendwann mal froh sein, wie dieser Bahnhof dahin verschwindet, wo er hingehört. Und vielleicht auch, vielleicht bringt es tatsächlich auf europäischem Level irgendwas, dass wir einen Durchgangsbahnhof haben. Ich bin kein Experte, was Bahn angeht. Ich bin auch kein Experte, was Planung von Bahnstrecken angeht. Deswegen spare ich mir da einen Kommentar. Ich glaube einfach, dass der Outcome dessen, was da geplant wurde, in erster Linie in Immobilienspekulationen super funktioniert, hat schon und auch weiter funktionieren wird. Dass dort Leute sich wirklich die Taschen voll machen, ob es ein Milaneo gebraucht hätte, I'm not sure. Also ich habe da so meine Zweifel. Und ob es Cloud-7-Apartments braucht, um dann auf den nicht mehr vorhandenen Bahnhof zu schauen, weiß ich auch nicht. Und ob ich da oben atmen möchte, weiß ich auch nicht. Das sind alles Dinge, die das müssen aber Leute entscheiden, die da hinziehen und Leute entscheiden, die sowas bauen und verkaufen. Das ist alles nicht mein Turf. Ich glaube, dass zu viel Geld ausgegeben wird und dass das woanders besser investiert gewesen wäre. Wo wäre das besser investiert gewesen? Also wo müsste man Kliniken, Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeheime, Kindergärten, Kitas, Schulen, whatever, Bildung und nicht scheiß Bahnhof, der sowieso wieder nicht rechtzeitig fertig wird und am Ende des Tages stehen da jetzt irgendwelche Betonpilze, wo sie merken, sie brauchen türkische Eisenbieger, weil kein Mensch das in Deutschland mehr kann oder will und die brauchen für einen so einen Pilz, ich weiß nicht, ein Jahr. Und auf diesen wahrsten Sinne des Wortes tönenden Füßen steht dann der ganze Bahnhof, also das also oben drauf kommt. Das wird doch sowieso in 15 Jahren wieder der nächste Skandal mit, oh, da ist einer zusammengebrochen, da müssen wir alle absperren und das ist in Höhe, der Beton ist marode, das liegt doch schon in der Luft. Das ist doch, da bin ich da mit einer Staatsgalerie dann irgendwie dann doch besser zusammen irgendwie so. Oder? Also da Travertin, alles klar, Kannstadt. Steinbruch, hoch, zack, an die Wand pappen, alles ist gut. Ja, da verkünstelt sich jemand, glaube ich, gerade. Und wenn wir dann nicht mehr über 2 Milliarden, sondern über 6 Milliarden Euro reden, dann sagen Leute, boah, ja, also wir gehen inzwischen mit Milliarden um, als wenn es Tausender wären. Ja. Ortsweise sind es einfach 1.000 Millionen und das ist aber schon echt eine Nummer. Ne? Vielleicht diese Fragebogenfrage noch zum Schluss. Morgen bist du Oberbürgermeister. Ja, wir haben jetzt 9, aber jetzt stell mir vor, du wärst das. was würdest du dir als erstes vornehmen? Sofort einen Angriff nehmen? Ich würde sofort Michael Ballweg aus der Stadt verweisen. Warum? Ja, weil ich glaube, das ist einer der größten Idioten, die wir jemals hatten. Ja. Aber das kam ja sehr spontan. Was ist das für dich? Warum? Es gehört das irgendwie auch zu Stuttgart. Ich habe mich das echt gefragt, warum passiert das hier in Stuttgart? Warum poppt das der passiert hier nicht auf? Hier in Stuttgart, sondern das ist ein bisschen, also es gibt da eine grundsätzlich eine, in Deutschland eine, oder gab sehr lange keine Demonstrationskultur. Das wurde ja, die Leute sind nicht mehr auf die Straße gegangen, es gab eine Politikverdrossenheit, man hat der Jugendpolitikverdrossenheit nachgesagt, man hat auch den Erwachsenen das nachgesagt, wir hatten 12, 15, fast 20 Jahre Turbo-Hedonismus und Turbo-Kapitalismus. So, dann kam Stuttgart 21 und dann kamen Leute und sagten, nee, das lasse ich mir nicht bieten, ich gehe jetzt demonstrieren. Was ich erstmal grundsätzlich gut fand. Nicht, dass ich dieses Projekt jetzt per se ablehne, also S21. Aber als Kultur sozusagen, als Protestkultur. Genau, aber dass die Protestkultur dass die Leute sich in Stuttgart, genau, die Politisierung, dass die in Stuttgart stattfindet, fand ich super. Hat im Übrigen Stuttgart auch wahnsinnig aufgewertet. Das ist auch sehr lustig. Also, dass unglaublich viele Leute Stuttgart überhaupt wahrgenommen haben. Stuttgart wahrgenommen haben über S21, positiv oder negativ, egal jetzt, aber es grundsätzlich, also es war die beste Marketing-Action, die hätte passieren können. Das hat Stuttgart Marketing selber gar nicht so hingekriegt. Aber jetzt ist nun einfach Stuttgart 21 beschlossene Sache, wird gebaut, wird gemacht, es ist am Laufen und es gibt immer noch welche, die da unten montags rumstehen und sagen, ich demonstriere dagegen. Hey gut, wenn du sonst nichts zu tun hast, dann mach das, aber es ist natürlich völliger Unsinn. Ja, also man muss einfach mal irgendwann noch eine Entscheidung akzeptieren. Es gab ja eine Befragung, das Volk ja, wurde befragt, es gab eine Entscheidung. Exakt. Kann man jetzt gefallen. In der Demokratie, muss man das akzeptieren? Genau. Sollte man vielleicht so, besser, und jetzt ist genau. Definitiv aus meiner Sicht so, dass die gesamten Demotouristen und diese Berufsdemonstranten, wie ich sie immer gerne zu nennen pflege, sich jetzt Herrn Ballweg anschließen und sagen, so, super, dann haben wir wieder was. Und wir hatten
als ich Teenie war, habe ich gegen Franz Josef Strauß demonstriert, aber da gab es auch eine, gab's auch so ein Aufkleber, der hieß, ich bin gegen alles. Und der ging eher so von den Rechten aus, also nicht von den Rechten, aber von der Jungen Union aus, sage ich mal. Also von damals etwas Stock im Arsch-Typen irgendwie ging das aus, gegen die Leute, die halt alles hinterfragen. Ja, und damals war es ja ein bisschen so eine Ignoranzkultur, ewig CDU regiert und da gab es noch einen Filbinger, so die Abteilung. Ne? Und dann kam das auf. Und so ein bisschen sind die jetzt. Sind so, ich bin grundsätzlich mal gegen alles, ich hinterfrage alles, aber ich hinterfrage nicht den Google-Eintrag Nummer 1, hinter dem noch Ad steht. Das hinterfragen sie nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also ich glaube, dass das Ballweg und die Corona-Leugner und Querdenken 7.11, allein schon das sollte man ihm verbieten, wirklich seinen Ursprung in dieser S21-Demokultur hat. Ich glaube, dass das wirklich die Gelangweilten, was mache ich denn jetzt? Es ist S21 durch, und jetzt geht's los. Ich glaube, das kommt daher. Und das ist das Peinliche daran eigentlich, dass dieses ursprüngliche Wiederbeleben oder Repolitisieren Teile einer relativ reaktionären Ecke von Deutschland, wie sie ja gerne genannt wird. Gerade die Schwaben sind ja vermeintlich konservativ rechts und zurückgeblieben oder ich weiß alles. Und dass das irgendwie jetzt wieder in die andere Richtung umschlägt. Mhm. Und dass schlussendlich soll wieder ein CDU-Bürgermeister da ist, hat sicherlich auch was damit zu tun. Mhm. Also ist das auch so ein bisschen der Nährboden dann für sowas, Ihrer Ansicht nach? Ja, also das ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, also jetzt können wir darüber reden, was macht Ballweg tatsächlich und warum ist der und dann reden wir dann über Verschwörungstheoretiker und genau, die sich dann natürlich darauf schwingen und das genau. Natürlich als Plattform nutzen. Das finde ich auch das Bedenkliche an dieser ganzen Geschichte. Aber ich persönlich glaube, wie gesagt, wenn ich Oberbürgermeister wäre, ich würde Herrn Ballweg zumindest mal zurechtstutzen und zwar massiv und dann sagen, bitte mal auf Keule, so nicht. Und würde definitiv versuchen, Demonstrationen dieser Art nicht zuzulassen. Zumindest nicht in Corona-Zeiten. Ich meine, da kann jeder demonstrieren, was er will. Das ist völlig in Ordnung. Das ist Demokratie. Das darf man auch. Das finde ich auch gut. Aber nicht, nicht auf die Straße gehen, gegen das demonstrieren, was sie gerade tun. Ja, das ist so ein bisschen das Widersinnige. Aber auch das muss irgendwie die Demokratie wahrscheinlich aushalten. Das ist, ja, sie muss es aushalten. Aber sie muss nicht in Pandemiezeiten die Gefahr aushalten, die dadurch erzeugt wird. Feierabend. Also wenn es gefährdet wird, die Demokratie muss nicht aushalten, dass die Feuerwehr gerne zündelt, damit sie was zu löschen hat. Also ja, das genau. ist Quatsch. Ja, ja. Ja. Jetzt haben Sie gerade das Thema Pandemiezeiten angesprochen. Da würde ich ganz gerne kurz anknüpfen. Und zwar habe ich gelesen, dass Sie mit den Fantastischen Vieren ja auch eine App rausgebracht haben, die App Luca, um Begegnungen in Restaurants zu erfassen, also dass man da diesen ganzen Papierkram nicht nur in Restaurants reduzieren kann. Genau, Restaurants, Events und so weiter. Warum diese Idee jetzt und warum haben Sie das gestartet? Naja, also wir haben das nicht gestartet. Wir haben haben Kontakte zu diversen Startups und da kam eben ein Kontakt zustande zu einem Startup in Berlin, die aber auch schon, also Startup ist ein bisschen untertrieben. Das ist schon eine Company mit 60 Leuten, mit Programmierern. Die wissen, was sie tun. Die wissen, was sie tun. Die arbeiten unter anderem auch für die Bundesdruckerei und so. Das sind schon gute Jungs, sowohl Front als auch Backend, wirklich gute Jungs. Und die haben dann mit uns geredet, ob wir nicht irgendwie uns vorstellen könnten, mit ihnen zusammen da weiter dran zu entwickeln, vor allem natürlich auch unseren Namen und unsere Plattform, Fanta 4 Plattform, also unsere Reichweite zu nutzen, um das entsprechend auch an die Politik ranzutragen, Leute an unsere Veranstalter ranzutragen, zumal wir ja selbst auch extrem betroffen sind. Wir versuchen jetzt seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren unsere Jubiläumstournee zu spielen. Die wir nicht spielen können, dann wissen wir auch nicht, ob wir sie nächstes Jahr spielen können oder ob wir sie in der Größenordnung spielen können. Ich habe Karten, wir haben Karten. Ich habe auch noch ein paar, weiß nicht. Das ist tatsächlich eine sehr organische Verbindung, wie wir finden. Und deswegen sind wir da mit rein in die Firma und haben gesagt, komm, lass uns das zusammen mal versuchen zu starten. Und es kommt sehr gut an. Jetzt im Moment ist natürlich erstmal Pandemiebekämpfung und nicht, also jetzt eins nach dem anderen, ja, first things first. Ich glaube aber, dass das ab Januar, Februar ein Thema wird. Und diese App ist in allererster Linie natürlich für die Seite der Veranstaltungen, um die Arbeit zu erleichtern, um Dinge überhaupt möglich zu machen.
Aber in allererster Linie ist es eine Unterstützung für die Gesundheitsämter aus meiner Sicht, weil dort eine, da muss eine spontane Digitalisierung stattfinden. Weil ich meine, ich hatte Corona im März und ich war 4 Wochen, ja, also nicht gesund, sage ich mal. Mir ging es jetzt nicht, ich musste nicht ins Krankenhaus oder so. Es war, also Spaß ist was anderes. Und ich habe am Tag 3-mal mit dem Gesundheitsamt telefoniert. Ja? Und zwar einmal mit Frau Müller, einmal mit Frau Schulze, einmal mit Frau Meier. Und jeder hat mir den gleichen Scheiß gefragt. Du hast im Hintergrund gehört, wie der Bleistift auf dem Steno-Block kritzelt. Und dann, was machen die denn da? Ich habe dann immer gefragt, hackt ihr das nicht irgendwie in den Computer, damit das für jeden available ist? Irgendwie? Das kann aber nicht angehen. Die haben aber tatsächlich so händisch, wie das auch heute beschrieben wird. Das ist wirklich, also das ist, da reitet wirklich der Amtsschimmel durch. Das ist unfassbar. Und das kann natürlich wirklich nicht so weitergehen. Ja? Also da muss was passieren. Und wenn also wir haben Mami-Kreisel und Kleiderkreisel und jede 21-jährige Mutter weiß, wo sie ihr Maxi-Cosi kauft oder wieder los wird. Irgendwie, das geht alles online, so. Jeder hat ein Instagram-Konto und ein Facebook. Und die Gesundheitsämter arbeiten mit einem Fax. Ich meine, da kann man froh sein, dass es kein Telex ist. Ja. Und das soll funktionieren, das kann nicht funktionieren. Ich glaube, da ist auch die Corona-App nicht hilfreich. Also die Corona-App ist gut von der Bundesregierung, die ist sehr gut, weil sie ein Radar darstellt und weil sie auch natürlich ergänzend wirkt. Mit Luca, die würden sich extrem gut ergänzen, weil Luca natürlich auch dann viel mehr individuelle Check-in-Points liefern könnte, was die Corona-App gar nicht kann. Weil die Corona-App ist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass man sie runterlädt und sich quasi ihr ergibt in irgendeiner Form. Was die Leute sagen, nee, Datenschutz. In Deutschland ist ja Datenschutz ein Riesenthema. Ich finde, das ist woanders kein Mensch. Zumal Datenschutz ist immer geil, ne? Weil alle Leute sagen, nee, ich will die Corona nicht runter, dann haben wir aber eine Payback-Karte. Aber egal. Oder ein Amazon-Konto oder noch schlimmer. Also jedenfalls, das Verzahnen dieser beiden Apps würde, glaube ich, wirklich, könnte wirklich einen großen Impact haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir glauben dran, wir machen mit und tun das, was wir tun können. Aber vielleicht erklärst du noch mal kurz, wie es funktioniert. Also was ist die Idee dahinter? Du lädst hier auf dein Handy, du gehst in einen Club oder ein Restaurant. Der Club jetzt zum Beispiel so einen Check-in-Point hat und das wäre die Voraussetzung, ist klar, der muss natürlich sagen, okay, ich habe jetzt selber, du kannst auf dem Handy quasi so ein Hotspot, Hotspot, Quatsch, ein falsches Wort. Gott, falsches Wort, stopp, streichen wir das. Genau, schneiden wir raus. Nein, genau. Nee, also quasi einen Check-in-Point einrichten, wo du dann, du hinterlegst deine Daten in deinem Handy, in der App. Die Daten können theoretisch übertragen werden, wenn du zustimmst, ins Gesundheitsamt, eine zentrale Stelle von der Firma. Und können dann eben dem zuständigen Check-in-Point gegenüber quasi ermittelt werden. Und diese QR-Codes wechseln, glaube ich, alle 30 Sekunden oder so. Also das ist auch permanent. Also man kann damit fast keinen Schindluder treiben. Das ist datenschutzrechtlich, finde ich, extrem gut gemacht. Aber man kann halt sagen, ja, mach auf, Gesundheitsamt, hier sind die Daten. Und die sind ja sicherer, als wenn ich mir jetzt in der Kneipe hier ein, selbst wenn ich da Mickey Maus Müllerstraße 15 reinschreibe, ist es trotzdem irgendwie eine valide Übergabe eines Datensatzes, der ja dort dann in die Hände von irgendjemand kommt. Ja. Ja, also irgendein Gastronom, den ich im Grunde vielleicht gar nicht kenne, vielleicht kenne ich ihn ja auch, aber vielleicht kenne ich ihn auch nicht. Und dort hinterlege ich ja auch meine Daten und was mit denen passiert, weiß ich ja noch deutlich weniger. Hier ist es komplett kontrolliert. Es ist zeitgemäß, es ist schnell und wirkt dichter auch. Es ist ja viel, auch einfach viel dichter. Engmaschiger. Ja. Viel engmaschiger. Mhm. Und vor allem praktikabler und tausendmal schneller. Mhm. Ja, klar, gerade wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgehen würde, dass nächstes Jahr Veranstaltungen in irgendeiner Form wieder möglich sein sollten, dann, also, ist tatsächlich die Vorstellung, dass jeder auf so einen Papierbogen seine Adressdaten schreibt. Das würde ja Ewigkeiten dauern. Da ist wahrscheinlich der Check-in so lange wie das Konzert selbst oder sonstiges. Das wird nicht das reichen. Stimmt. Also die Einlasssituation werden sich sowieso drastisch verändern. Aber es ist ja jetzt schon so, dass wir zum Beispiel, wenn du in einem Stadion spielst, ja, also in das Stuttgarter Stadion passen 60.000 Leute bei Fußball. Wenn du ein Konzert spielst, gehen 45.000 Leute rein, weil du hast ja eine ganze Kurve mit Bühne zugestellt und so und hast dann auch natürlich auch das Problem mit den Notausgängen und so weiter, also mit den Entfluchtungssituationen. Egal, auf jeden Fall 45.000 Leute kriegst du rein, da hast du eine Einlasssituation, die fängt um 15.30 Uhr an und dann spielst du aber um 8 oder um 9. Mhm. Ja, also das ist schon krass, was da, also wenn du
das dauert und das wird mit diesen Einlass Kontrollen, in welcher Form auch immer, ob das nur Fiebermessen ist oder ob das Luca-App ist, oder wird das auch nochmal länger dauern. Aber wenn du das noch händisch machst, dann kannst du einen Tag vorher einchecken und dort zelten. Also das kannst du vergessen. Das heißt, ihr macht euch jetzt konkret, nehmen wir mal die Stadiontour, schon Überlegungen, wie ihr es machen könntet, um 40.000 Leute da reinzulassen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr keine 40.000 Leute irgendwo reinlassen dürfen. Mhm. Das daran glaube ich nicht. Wir arbeiten gerade an daran, dass wir das in kleine Häppchen aufteilen. Mhm. Das spezielle Problem, was wir haben in Stuttgart, ist, wenn wir nächstes Jahr nicht im Stadion spielen, wir haben ja zweimal Stadion nahezu ausverkauft. Wenn wir nächstes Jahr nicht spielen können, und das, so sieht das aus, da gibt es ja, Komma, Interlude, das Problem, A, was darf man, B, was wollen die Leute überhaupt? Mhm. Also kommen überhaupt 45.000 Leute? Mhm. Das zweifle ich an. Da werden sich noch eine ganze Menge einfach noch ziemlich ins Hemd pfeifen und sagen, nee, lass mal stecken, habe ich keinen Bock drauf. Verständlicherweise. Das heißt, wir wollen das in kleinere Häppchen zerlegen oder wir gehen auf den Vasen, was natürlich aber gleich wieder ein unglaubliches Geld kostet. Der Vasen ist viel teurer zu bespielen, weil der Vasen ist ja eine Betonfläche mit zwei Stromkästen. Da gibt es ja gar nichts. Ja. Da ist nicht mal genug Wasser. Ganze Infrastruktur. Ja, genau. Ja. Das ist alles hinstellen. Haben wir ja gemacht 2009 zum Heimspiel, zum 20-Jährigen. Das Problem, das spezielle Problem, was ich gerade ansprechen wollte vor dem Interlude, ist, dass der VfB, so er dieses Jahr nicht absteigt, es sieht nicht so aus, als wenn er das tut, nächstes Jahr die Haupttribüne abreißt vom saniert. Stadion und ja. saniert, weil das ja. ist das älteste Teil vom Stadion. Und dann haben wir zwei Jahre auch keine Chance, da zu spielen. Und dann gibt es zwei Jahre keine Konzerte, wenn nicht sogar drei. Wenn das nicht das nächste S21 wird, die Haupttribüne wird 14 Jahre gebaut. Aber grundsätzlich ist das ein spezielles Problem, was wir dann in Stuttgart haben. Das heißt, wir müssen uns dann überlegen, ob wir vielleicht mit einem Konzert nach in die Heilbronner Gegend gehen, mit einem Konzert in die Waiblinger Gegend oder Karlsruhe und dann noch einmal vielleicht ein Vasen oder irgendwie so aufeinander. Wir reden alleine in Stuttgart über 90.000 Tickets, die müssen wir irgendwie verteilen. Wahnsinn. Hm. Und gibt es da eigentlich, aber ihr macht ja Verträge, das konnte ja keiner vorhersehen, dass das kommt. Seid ihr da abgesichert? Oder, nee, oder? Nee. Also wir hätten... Ich meine, die Tickets sind ja alle bezahlt. So, jetzt, ja gut, klar, ich meine, es gibt natürlich die Möglichkeit, entweder die Leute geben ihr Ticket zurück, was natürlich genau. schade wäre, aber ich kann natürlich... Also im Moment haben ja alle noch ihr Ticket. Ne? Also im Moment haben die meisten ihr Ticket behalten, so, es gibt einen neuen Termin und auch den kann man ja auch nochmal ein Jahr verlegen oder woanders hin, keine Ahnung. Wenn wir das auseinanderbauen, kommt hier richtig Arbeit ins Gebälk, weil du musst die Tickets im Grunde dann zurücknehmen und wieder neu ausstellen. Du redest ja auch über ganz andere, also du sitzt ja auf der Haupttribüne, nachher stehst du auf dem Vasen. Also das ist dann, wie wird das Ticket bewertet? Also das wird noch ein richtiger Alarm. Da graut uns auch schon davor, weil das natürlich auch mit unserem Ticketanbieter beziehungsweise mit unserem Ticket-Fulfiller dann noch ein echtes Tänzchen wird. Also das wird ein großer Spaß. Abgesichert in dem Sinne sind wir nicht. Man hätte das versichern können. Im letzten Moment, ich hätte das im März, kam noch mal so ein Ding hoch, so Corona, wollen wir nicht versichern? Und dann kam ein Angebot von der Versicherung über, glaube ich, 2,5 Millionen Euro. Ich sagte, ja, sorry, also bei aller Liebe, also 2,5 Millionen Euro, dann kann ich auch den Schaden beheben. Das Problem, was wir haben, ist tatsächlich nicht, dass, wenn wir nicht spielen und die Tickets zurückgehen, dann ist es halt so. Das Problem ist, dass natürlich Abwicklungsgebühren in beide Richtungen entstehen. Und das ist tatsächlich das, was Herr Scholz auch jetzt seit Neuestem anspricht, dass er sagt, wenn diese Probleme auftauchen, wie die Regierung einspringen, weil wir müssen ja nicht nur, also wir machen da nicht nur keinen Umsatz und keinen Gewinn, sondern wir erzeugen ja, massive Kosten. Ja, massiv. Also wenn wir 300.000 Tickets rückabwickeln, kostet uns das 2 Millionen Euro. Ja, und dann wird es immer mal so, Also kein Geld verdienen und 2 Millionen ausgeben, das ist dann auch mal mit doof. Ja. Oh, so, aber Corinne, sollen wir mal vorne anfangen. Jetzt sind wir nämlich ganz aktuell eigentlich in der Zukunft. Jetzt fangen wir doch mal vorne an, oder? Genau. Wir können mal 30 Jahre, ein bisschen mehr als 30 Jahre zurück springen in der Zeit. Genau, ich hatte es in der Anmoderation ja schon gesagt, seit 1989 sind Sie Manager der Fantastischen Vier, also eigentlich seit Anfang an. Wie kam es denn dazu? Können Sie
da nochmal wirklich von vorne aufrollen. Echt? Gibt es irgendjemanden, der diese Story noch nicht kennt? Okay. Wir halten sie jetzt ein für alle Mal für alle fest. Ja. Ja, ich war professioneller DJ in Mitte der 80er. Hatte da auch meine große DJ-Zeit. Das war noch in den Zeiten, als es noch keine Beat-Matching-Computer und Zeug gab, sondern man hat einfach wirklich noch Vinylplatten aufgelegt und hat gemixt, indem man sich das wirklich rausgehört hat, zusammengebastelt, mit Beat-Countern daneben gestanden und so. Das war relativ aufwendig. Hat aber großen Spaß gemacht und ich war da auch ganz gut im Geschäft. Natürlich nicht so wie David Guetta heute, aber es waren diese Beträge gab es damals nicht. Man hat damals 150, 200 Mark verdient am Abend, das war eine Menge Geld. Mhm. Und habe dann irgendwann, wollte ich eigentlich, also mein ursprünglicher Berufswunsch war Fotograf. Das habe ich mir abgeschminkt als Beruf, weil damals hieß es, geh doch in einen Fotoladen und mach eine Lehre. Da sag ich, ja, genau, ich will ja auch mein Leben lang jetzt Hochzeitsfotos machen. Oder Passbilder. Oder Passbilder, noch besser, genau. das habe ich dann gelassen und dann war ich immer schon sehr musikaffin und habe dann als DJ mich da verdingt und es auch gut funktioniert. Ich war echt so einer von den 10, 15 bekanntesten DJs hier in der Region. Und dann habe ich immer gesagt, so, ja, ich würde aber gerne auch so Remixes machen und produzieren. Und so. Das hat aber irgendwie auch, da hat es ja immer in der Kohle gehapert, irgendwie, das hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, ich könnte halt in so einem Importplattenladen arbeiten. Das habe ich dann noch gemacht beim Hans-Jürgen Janicek, habe ihn selig, der ist nicht mehr bei uns, in Esslingen, in Casablanca. Und von da aus dachte ich, na, das kann ich auch, weil ich habe den Laden geführt und habe den Umsatz verdoppelt innerhalb von 3 Monaten, weil ich das einfach, glaube ich, besser konnte als er selbst. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich das für den mache, dann kann ich es auch selbst machen. Ich habe einen Plattenladen aufgemacht, erst in Esslingen, in der Schelzerstraße, in der alten Apotheke. Dann relativ schnell raus aus Esslingen und nach Stuttgart rein, in die Immenhofenstraße. Und dort war das zwar kein besonders erfolgreicher Plattenladen, es war auch meine erste große Pleite, aber immerhin habe ich mich währenddessen 89 schon damit mit Musikindustrie im weitesten Sinne beschäftigt. Ich bin auf die Miedem nach Cannes gefahren, habe dort so ein bisschen Kontakte geknüpft, habe mit dem Stadtradio damals Bernie Berntaler, also 107,7, war noch damals noch nicht die neue 107,7, sondern es war noch das Stadtradio und es war noch ein ganz cooler Sender eigentlich. Also finden wir keinen Konservenabspieler. Und habe mich dann so ein bisschen um so Diskotheken-Gigs von irgendwelchen Dance-Acts, so Lila Kay und was weiß ich was, gekümmert und da ein bisschen mit Promotion gemacht, bin dieses ganze Marketing-Ding mit reingewachsen und all together stand irgendwann der Michi Beck bei mir im Plattenladen und hat wie immer schmal, also kohlemäßig schmal wie er war, mehr Platten angehört als gekauft, aber aber er hat sie auf jeden Fall, er war da immer regelmäßig mit seinem vollgesprühten alten Audi oder Benz, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube, es war beides hintereinander. Und irgendwann kam er zu mir und hat mir eine Kassette in die Hand gedrückt und gesagt, du, ich habe auch da so eine Band und du bist doch auch so ein bisschen am Machen immer mit Musik und mit Radio und so und mit Veranstaltungen, willst du nicht mal? Und so, ja, ich höre mir das mal an. Ja, und so war das dann. Ich habe das angehört und da war unter anderem drauf Hausmeister Thomas D., die erste Single. Die fand ich mega, weil ich fand diese Idee, dass man Brick House, ne, also dieses Brick House von den Commodores nur das Haus nimmt und dann den Meister dahinter klemmt, fand ich einfach eine grandiose Idee. Da habe ich gesagt, okay, machen wir es ganz einfach, ich bin euer Manager. Und die so, okay, warum nicht? Und dann haben wir da ein bisschen hin, ein bisschen her und irgendwann haben wir uns, glaube ich, ein halbes Jahr später bei mir eine WG, ich habe über Musicland gewohnt, in einer WG mit 2 anderen Jungs und da haben wir uns mal zusammengesetzt und habe ich gesagt, okay Leute, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir machen das jetzt richtig oder wir lassen das. Und wir haben uns zu 5 dazu entschlossen, das richtig zu machen. Das heißt, es wird das Studium abgebrochen, es wird die Lehre zu Ende gemacht und dann ist aber gut. Es wird, wir sind jetzt die fantastischen 4+-Management und das haben wir gemacht. Ich glaube, das war die wichtigste Entscheidung meines Lebens und die Jungs haben sie mitgetragen und tragen sie bis heute mit und so ging das los. Aber du hattest ja selber gar keine Erfahrung im Management, oder? Also jedenfalls nicht so, dass man sagen könnte, so, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Also, nö, aber es gab ja niemanden, der Ahnung hatte. Also es gab ja keinen deutschen Hip-Hop. Also ob ich nur keine Ahnung habe, jemand anders keine Ahnung, ist ja egal.
Also ich hatte zumindest Ahnung davon, wie man was vermarktet. Mhm. Das habe ich, glaube ich, so ein bisschen, man bezeichnet mich immer gerne so als Natural Born Marketer. Das ist irgendwie bei mir so, keine Ahnung, irgendwie ein Gen, ich weiß gar nicht warum. Aber das hat sich bei mir sehr schnell ergeben wir haben am Ende der Plattenfirma, am Anfang dann der Plattenfirma, will ich erzählt, wie es geht. Und die haben gesagt, geile Idee, let's go. Also lass es genauso machen, wie ihr euch das vorstellt. Weil ihr habt auch da hat auch keiner reingeredet dann. Die haben relativ wenig reingeredet. Da hat man ja auch Glück gehabt. Damals hat die Plattenindustrie sich dumm und dämlich verdient. Es war die Wende. Hallo, ich meine, da haben irgendwie 17 Millionen Ostdeutsche gesagt, ich will jetzt auch CDs kaufen. Ich meine, das ist ein ökonomischer Traum. Mhm. In der Hinsicht. Ja. Die haben jetzt relativ wenig reingequatscht und haben dafür aber eine Menge Geld ausgegeben und eine Menge Geld investiert und haben auch eine Menge Geld wieder damit verdient. Und deswegen hat es am Anfang auch relativ gut funktioniert. Wir hatten natürlich auch lustige Ideen und auch Ideen, die sehr unkonventionell waren und die ich durchfighten musste, aber ich habe sie durchgefightet und sie haben bis heute, also bestes Beispiel, es gibt zwei Beispiele, die eigentlich das beschreiben, das ist einmal das Boomcar, also dieser alte Admiral, der auch in der Ausstellung stand. Das war meine Idee, zu sagen, komm, lass uns ein Promotion-Auto machen. Boomcar haben wir es genannt, weil das war in Amerika, waren das diese Blockpartys, du hast schon gehört, oh, da hinkommt einer mit diesen Ultra-Bässen drin. Das gab es gar nicht hier, diese Autos, oder diese Anlagen gab es hier gar nicht. Das haben wir dann hier bauen lassen, für ein Schweinegeld, so hier, das teilweise noch mit Hardware sogar gesponsert und so, und haben dieses Auto gebaut. Und dieses Auto mit der Lackierung, mit allem drum und dran, mit den Klebern drauf, und dann wurde nachher der Aufhänger, warum wir eine Doppelseite in der Bravo bekommen haben. Und die Doppelseite in der Bravo hat uns in die Charts katapultiert. Also man muss auch immer überlegen, die Bravo hatte damals eine Auflage von 1,3 Millionen pro Woche. Ja, das ist heute absurd viel, ja, wenn man das heute hört. Und da kommt auch gleich die andere Story. Ich hatte dann bei der zweiten Platte, bei der vierten Dimension hatte ich die Idee, Marketing-Idee, lass es auch eine Schallfolie machen. Das kennst du vielleicht früher noch. Es gab so kleine Folien, die man irgendwo beigelegt hat. Und die konnte man auf den Plattenspieler legen und anhören. Da war eine Message drauf von Otto Versand Hamburg oder was oder was. Und ich dachte, lass uns eine Schallfolie machen. Das ist irgendwie so Vinyl und irgendwie cool. Und lass uns das checken. So, okay, dann erst mal rauskriegen müssen, wo kriege ich überhaupt Schallfolien her? Ja, wollte ich gerade sagen. Gab es das überhaupt? War gar nicht so einfach. Aber wir haben es hingekriegt irgendwie. Haben es irgendwie gefunden. Es war nicht ganz günstig. Und dann haben die Fans so ein Snippet gemacht und haben so ein bisschen da reingequatscht und haben so quasi so ein Marketing, bla, und ein bisschen Song-Snippets und da drauf. Und dann haben wir diese Schallfolie gemacht. Und dann haben gesagt, wir machen da 5000 Stück davon und ballern die irgendwie durch die Gegend und schicken die ein paar Radiosender und so und alles gut. Und irgendwann stehe ich auf der Bravo-Party und der Mike Bayer, der legendäre Mike Bayer damals von der Bravo noch, also, Mensch, Bär, was läuft? Eine neue Platte. Und so, ja, hier, neues Single und hier und bla und blub. Und so geil für diese Welt war der erste. Und dann Tage mehr ist er drauf gewesen auf der vierten Dimension. Und dann sagt er, ja, was machst du denn so? Und so, ja, und so, übrigens hier Schallfolie. Und dann sagt er, Alter, wie ist das Schallfolie? Wie geil seid ihr denn? Das ist ja wohl der Oberhammer. Dann sage ich, ja. Dann sagt er, ey, weißt du was? Lass es jetzt gleich in dem machen. Wir legen dir eine Bravo bei. Und ich so, was? Wir legen dieser Bravo bei, wie meinst du das? Da hat er gesagt, wir tun die Schallfolie, tun wir vorne auf die Bravo drauf und die wird verblistert und dann geht die Bravo mit dieser Schallfolie raus. Und ich so, okay, ich chef ihr alle nix. Ja? Also ich bin wieder rausgelaufen, ich habe Feuer gemacht mäßig. Und ich so, okay, bin so so. Ich habe gesagt, pass mal auf, Leute, ich habe einen Deal mit der Bravo. Okay? Ich, die Wurst aus Stuttgart, hat einen Deal mit der Bravo und wir kriegen diese Schallfolie. Das ist die größte Mega-Marketing-Action, die ihr euch vorstellen könnt. Das war ja alles noch vor Internet. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir gemerkt haben, dass 480.000 Mark kostet, wenn man diese Folie zu produzieren. Und ich habe dieses Geld. Das war teures Marketing. Aber tatsächlich habe ich das, weil der Deal so gut war und dann auch so einen Impact erzeugt, habe ich dieses Geld aus der Sony rausgelabert. Also der Marketingchef, übrigens Hubert Wantjo, heute Chef der Pop-Akademie Mannheim. Aber damals Marketingchef. Und der hat es dann schweren Herzens irgendwie freigezeichnet und hat diese 480.000 Mark ausgegeben für diese Schallfolie. Aber ja, das sind so meine Marketing-Ideen, die waren ja nicht immer günstig. Aber gut, gute Ideen. Also das Auto spielt durchaus auch eine Rolle, übrigens bei diesem Menschen. Sprich Stuttgart, Best Buddy.
bin nun via Videoanruf verbunden mit Willi Ehmann. Er war 16 Jahre lang bei Sony Music in verschiedenen Führungspositionen aktiv, verantwortete zuletzt als Senior Vice President Domestic GSA das lokale Repertoire und den Klassikbereich. Und seit 2019 hat Willi Ehmann mit Schallauge sein eigenes Unternehmen, das Künstler- und Labelmanagement und einen Musikverlag unter einem Dach vereint. Hallo, Herr Ehmann. Guten Tag. Ja, wir sprechen heute miteinander, weil Sie der Best Buddy von Andreas Berleska sind. Können Sie sich denn noch erinnern, wann Sie beide sich das erste Mal begegnet sind? Oh, das war zu den ganz frühen Anfängen der Fantastischen Vieren in Frankfurt in der Bleichstraße 64 bis 66 A. Da hatte die Firma, die damals CBS, Schallplatten GmbH und Co. KG hieß und später dann erst in Sony Music umbenannt wurde, ihre Büros, in einem schwarzen Hochhaus. Es wurde auch The Black Rock genannt. Und da lief der Bär mit seinen Jungs die Flure entlang. Und zu dem Zeitpunkt war ich mit den Fantastischen Vieren gar nicht irgendwie verbunden. Ich hatte ganz andere Aufgaben, war ganz woanders eingesetzt. Und die Band war damals für das, was sie machte, komplett neu, weil es gab damals Deutschrap, wie wir ihn heute kennen, in der Form gar nicht. Also deutscher Sprechgesang war zu der Zeit vollkommen unbekannt. Und dann kamen diese Jungs aus Stuttgart daher und haben im Grunde genommen die Musikwelt, wenn man so sagen darf, revolutioniert. Was war da so Ihr erster Eindruck, als Sie sich da das erste Mal begegnet sind? Naja, also ich kam aus einer ganz anderen musikalischen Ecke. Also ich bin mehr aus dem Punkrock-Bereich und dann treffe ich diese vier Hip-Hopper und auch der Bär, die waren auch entsprechend gekleidet, wie man sich eben so als Hip-Hopper kleidet. Baggy Trousers, Baseball-Kappen, ne, und die habe ich erstmal so ein bisschen beäugt. Also man hat sie so gegenseitig beäugt. Aber am Ende des Tages fand man sich dann, glaube ich, doch beidseitig sehr, sehr sympathisch und daraus ist dann eine langjährige freundschaftliche Zusammenarbeit geworden. Was macht denn die Freundschaft zwischen Ihnen beiden aus? Ich glaube, das ist erstmal ganz klar eine gegenseitige Sympathie. Das ist also in dieser Freundschaft, die ja basiert auf einer beruflichen Zusammenarbeit, war immer klar, der eine konnte sich auf den anderen verlassen. Wenn der eine Sorgen hatte, dann hatte der andere das Ohr, ihm zuzuhören und Ratschläge zu geben oder sogar Lösungen dafür zu suchen und zu finden. Also es ging über den normalen Arbeitsweg hinaus. Es ging, wie man sagt, beyond the call of duty. Jetzt ist ja Andreas Berleska hauptsächlich bekannt als Manager der Fantastischen Vier. Können Sie aber vielleicht für uns mal den Menschen dahinter charakterisieren? Was ist er so für ein Mensch? Also erstmal ist er ein Jäger und Sammler, würde ich mal sagen. Er sammelt Schallplatten, er sammelt Fotoapparate, er sammelt altes Stereo-Equipment, er sammelt Autos. Das verbindet schon mal ihn mit mir, weil ich auch ein Sammler bin. Und als Mensch ist er ein, glaube ich, sehr zielstrebiger Mensch. Er weiß, was er will. Er kann sehr aufbrausend sein. Es gibt Menschen, die haben Angst vor ihm. Das ist mir eigentlich nie passiert, weil ich weiß, wie man ihn dann in so Situationen auch verstehen und nehmen muss. Und ist jemand, der wirklich sein ganzes privates und sein ganzes berufliches Leben einer großen Sache gewidmet, nämlich dem Aufbau und Zusammenhalten dieser vier Individuen, die der Fantastischen Vier heißen. Sie haben es ja gerade angeschnitten schon, also als Sammler sammelt auch Kameras. Jetzt ist ja auch noch ein riesengroßes Interesse von ihm, die Fotografie. Haben Sie da schon mal auch was sehen dürfen, Einblicke bekommen dürfen in seine Werke? Ja, also er hat ja er fotografiert ja auch für die Fantastischen Vieren, soweit ich weiß, und auch für andere Künstler. Das bekommt man dann schon mit. Und wenn man auch sich zu ihm in sein Büro begibt, nach Stuttgart zur Musikwirtschaft, bekommt man ja dann auch vor Ort Eindrücke seiner Fotografien mit und auch seiner großen Sammlerleidenschaften. Denn dort im Büro selbst sind diese ganzen Ausstellungsstücke von Kameras bis hin zu 8-Track-Tonbandmaschinen, die man heutzutage ja gar nicht mehr benutzt, ausgestellt. Also ist er auch so ein bisschen nostalgisch da angehaucht? Ich würde mal sagen analog.
mehr analog als digital, aber klar, die Nostalgie spielt dann natürlich auch eine Rolle, weil das sind ein 8-Track-Tonbandmaschine ist etwas ganz Besonderes, was es heutzutage gar nicht mehr gibt. Und wenn man heutzutage jemanden auf der Straße oder junge Menschen fragt, was ist das, haben die keine Antwort drauf. Und sowas zu sehen, sowas zu bewahren und der nächsten Generation einfach mal mit auf den Weg zu geben, finde ich großartig. Jetzt kennen Sie sich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Gibt es da, also es gibt bestimmt zahlreiche Erlebnisse, die Sie gemeinsam durchgemacht haben. Haben Sie da irgendwie eine schöne Anekdote, die Ihre Freundschaft vielleicht beschreibt? Auf diese Frage habe ich jetzt lange gewartet und es ist gar nicht so einfach, eine passende Antwort zu finden, weil es gab tatsächlich viele. Aber eine ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar war das zu einer Zeit, wo ich nicht mehr bei Sony Music war, sondern bei B2 in Italien. Und die Fantastischen Vieren hatten für die Promotion eines Albums, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, welches es war, ein Opel Admiral aus dem Jahre 1974 eingesetzt. Das war das sogenannte Boom Car. Und dieses Boom Car war feuerrot und ausgestattet mit einem unfassbar lautem Stereo-Equipment. Ja, also sehr basslastig. Und ich habe mir dieses Boom Car ausgeliehen, um einen guten Freund von mir in Italien, in Mailand, zum Standesamt zu fahren. Jetzt habe ich ihn dann zu Hause abgeholt. Die Braut wartete bereits am Standesamt. Und was ist passiert? Der Wagen fuhr von dem Punkt, wo ich ihn abgeholt habe, nur noch 500 Meter. Wir mussten aber circa 3 bis 4 Kilometer fahren. Und dann stand der Bräutigam alleine da und musste den Weg zurücklegen, ohne Boomcar zum Standesamt. Und das war natürlich dann es war für mich hoch peinlich, das miterleben zu dürfen, weil nicht nur konnte ich mein Versprechen dem Bräutigam und der Braut gegenüber nicht einhalten, sondern musste dann auch Berleske eingestehen, dass der Wagen kaputt war. Der hatte eine Hydraulikleitung mal gebrochen und deswegen konnte er nicht weiterfahren. Was glauben Sie denn, wie wichtig ist er für den Erfolg der Band? Beziehungsweise, Sie haben es vorhin auch gesagt, Hip-Hop wurde eigentlich in deutscher Version erst groß durch die Fantastischen Vier. Welche Rolle spielt er da Ihrer Meinung nach? Also eine ganz große und entscheidende Rolle. Sie müssen sich vorstellen, am Anfang hatte Andreas vier Kumpels aus Stuttgart, die er zusammenhalten musste. Und nach und nach haben die einzelnen Jungs auch Familie bekommen, Nachwuchs bekommen. So, und jetzt koordinieren sie mal 4 Familien samt der Kinder, die dann irgendwie die inmitten einer Albumaufnahme stehen oder dahin führen soll. Das ist dann schon ganz schöne Arbeit und ich glaube, er hätte ja auch nicht zu Unrecht das 5. Bandmitglied genannt. Also ohne Andreas Berleske gäbe es die Fantastischen Vieren, wie wir sie heute kennen, wahrscheinlich nicht mehr. Ich würde behaupten wollen, dass er einen ganz, ganz großen entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Band über all die Jahre, die immer oder sagen wir mal auf einem überdurchschnittlichen Niveau performt hat, dass dieses Niveau selten abgeflacht ist und dass er es geschafft hat, die Band über all die Jahre zusammenzuhalten, ist ein großes, gebührt ihm ein großes Dankeschön. Jetzt haben Sie ihn ja nicht nur als Freund erlebt, sondern auch als Kollegen, könnte man so sagen. Wie ist er denn in der Zusammenarbeit? Also für die Fantastischen Vier vielleicht als Bindeglied zu beschreiben, aber auch jetzt in der Zusammenarbeit mit Sony zum Beispiel? Naja, da hat er ganz klar immer muss er natürlich die Interessen der Band wahren. Und er war jetzt kein einfacher Manager, der ein Nein für ein Nein genommen hat und gesagt hat, okay, gut, dann ist es so, sondern er hat das alles immer hinterfragt und hatte Gegenvorschläge, andere Ideen eingebracht und hat
ich mag dieses Wort eigentlich nicht, bis aufs Messer, oder wie heißt es, bis aufs Blut, ne? Mhm. Bis aufs Blut für die Band sich eingesetzt. Also er ist schon ein harter Knochen. Manche Menschen hatten mit ihm deswegen auch Probleme. Ich fand das aber immer sehr erfrischend, weil er eine klare und direkte Sprache gesprochen hat, die in unserer Branche manchmal gar nicht so gewollt ist. Also könnte man ihn im Prinzip beschreiben als jemand, der auf der einen Seite beruflich total hinter der Band steht, begeistert von Musik ist, die Band zusammenhält, unterstützt und immer für die Band einsteht, aber auch privat jemand ist, der noch sehr, sehr viele weitere Interessen hat, der sich für Fotografie begeistert, hat ja auch ein veganes Buch geschrieben, also auch Ernährung ist da ein wichtiges Thema bei ihm? Da bin ich aber nicht seiner Meinung, also was die Ernährung angeht. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Aber es ist jemand, der sich wirklich ganz, ganz, der sein Leben in wirklich sehr, sehr großen Teilen den fantastischen Film geschrieben hat. Und dafür gebührt jemanden großer Dank und Achtung. Hochachtung sogar, weil das ist in der Form ja gar nicht mehr gang und gäbe heutzutage, dass jemand so lange mit einer Band zusammenarbeitet, dass die Band so lange einen und denselben Manager hat, dass die Band auch so lange bei einer und der gleichen Plattenfirma ist. Das ist ein hohes Signal an Loyalität. Und ich vergleiche das immer wieder mit einem Fußballspieler, der bei einem Verein groß wird und diesen Verein nie verlässt. Heutzutage sieht man Fußballspieler, die Vereinshopping betreiben. Ich mag eigentlich viel mehr Menschen, die eine gewisse Konstante in ihrer Karriere aufweisen können. Also es ist kein Manko, 10 Jahre bei einem Fußballverein zu sein oder 16 Jahre, 20, 30 Jahre mit den Fantastischen Vieren zusammengearbeitet zu haben. Das ist, dafür gebührt jemandem großer Dank. Ja, ist es so? Ohne dich gäbe es die Fanta 4 nicht mehr? Ja, das ist nicht mein Turn, das zu behaupten. Ich denke, es gibt einmal diese 5 Einzelpersonen, ja, die wir sind, aber es gibt natürlich auch die 4 und mich. Mhm. Und in dem Moment, wo die Band eine Einheit bildet und ich die andere Einheit bilde, wächst ja die andere Einheit. Ist ja klar. Ja? Weil die Band ja dann zusammen einen Teil bildet und ich bilde den anderen. In dem Moment wird ja dann der eine zu 50-50. Und da ist der Aufwand, der betrieben werden muss, um diesen Flohzirkus da zusammenzuhalten, schon nicht ganz einfach. Was Willi gerade netterweise erwähnt hat, ist natürlich dieses vier Künstler, wohlgemerkt. Nicht irgendwelche Sachbearbeiter bei der Allianz, sondern Künstler, die alle auch sehr, sehr, sehr impulsiv sind und sehr, sehr deep mit Gefühlen und mit allem Möglichen umgehen. Das sind klassische, wirklich richtig echte Künstler. Plus 10 Kinder, 4 Ehefrauen, 4 Städte. Das ist schon eine Sache, die ich auch nicht alleine hinkriege. Muss ich auch ganz einfach sagen. Also ich brauche dazu schon auch 2-3 Leute, die mir helfen, das zu koordinieren. Weil das ist teilweise alleine nur die Terminfindung. Das ist teilweise verdammt absurd, was da alles dranhängt. Ja, weil natürlich jeder seine Befindlichkeiten hat. Ist ja klar. Der eine sagt, ja, aber meine Tochter wird eingeschult. Sagst du, ja, wir haben aber ein Konzert in. Mhm. Ja, da kann man das Konzert nicht spielen. Also ja, aber da warten 15.000 Leute. Die soll ich jetzt nicht sagen, wir spielen da nicht, weil deine Tochter eingeschult hat. Natürlich kann man es auf der anderen Seite aber auch nicht sagen, nee, wir machen das jetzt und der Beruf geht vor, weil Family First gilt da schon auch. Und also es ist alles in allem ist es viel, viel, viel mehr Arbeit, als man das, glaube ich, von außen sieht. Und ich muss da meinen ehemaligen Banker zitieren, der, ich war mal, glaube ich, bei, ich weiß nicht, welche Bank das war. Lassen wir uns das mal, es war die Deutsche Bank. Die finde ich eh scheiße. Also war die Deutsche Bank. Und wir haben ja, heute läuft das ein bisschen anders, aber damals war das immer so Saisonalzahlungen. Ne? Du hast eine Plattenfirma zahlt so alle halbe Jahr und GEMA zahlt alle halbe Jahr, Verlag zahlt alle. Aber es überschneidet sich immer so komisch und dann hast du extreme Liquiditätslöcher gehabt damals. Mhm. Da kam dann, keine Ahnung was, 100.000 Euro aber, oder Mark und dazwischen gab es aber 6 Monate nichts. Und dann wird es so, klassisches Künstlerproblem, Liquidität.
Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal zur Bank gehen. Und wir hatten da schon auch ordentlich Platten verkauft. Also wir haben schon ein bisschen Geld verdient. Bin ich zur Bank gegangen, habe gesagt, lass uns einfach mal so eine Linie festlegen, dass wir einfach so 100, 200.000 einfach so Spielgeld, dass wir da immer im Liquid-Bereich sind. Und der so, ja, das kriegen wir hin, alles, kein Problem. Und damals gab es auch richtig, musste richtig Zinsen zahlen damals noch und alles. Und dann sagt er irgendwann zu mir, also da haben wir das jetzt geklärt, das ist prima. Aber jetzt nochmal genau, was machen Sie nochmal genau beruflich? Dann sage ich, na, ich bin der Manager der Fantastischen Vier. Sagt er, ach, und tagsüber? Aber ich glaube, das hat sich schon ein bisschen geändert, oder? Ja, aber es ist gar nicht so lange her. Also, es ist noch nicht so lange her. Und es verhielt sich tatsächlich analog zu meinem DJ-Job, weil damals gesagt so, was bist du vom Beruf Disc-Jockey? Ja, nee, jetzt mal in echt. Mhm. Also wie in echt? Das ist echt, du Pfeife. Ich übe 5-mal die Woche 6 Stunden nachmittags und gehe abends auflegen. Das ist ja kein, das ist Arbeit, das ist richtig Arbeit. Abgesehen davon, dass von damals abends um 7 rein in den Laden, um 8 aufmachen, bis morgens um 5. Ja, da war um 9 voll damals. Das war ja nicht so wie heute, dass man erst um 2 erstmal losgeht und man guckt, was geht. Das ist ein ganz anderer Schnack gewesen. Also wenn man so einem AT-Musikpodium aufgelegt hat, bei Herrn Haug, habe ich selig, da warst du dann um 7, 6:30 da. Mhm. Ja? Und dann hast du eine Schicht gemacht bis 12 und der andere dann die Schicht von 12 bis 5 morgens. Und das nicht als Arbeit zu bezeichnen, war schon hart. Und so ähnlich war es dann später beim Banker auch. Jetzt hat Willi Ehmann ja auch das Thema fünftes Mitglied angesprochen, haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Und auch das Thema Loyalität. Also das ist ja schon, wie er gesagt hat, beeindruckend, dass Sie so lange bei einer Band als Manager geblieben sind. Warum? Naja, das könnte man auch andersrum sagen, dass sie mich so lange als Manager ertragen haben. Also ich glaube, wir haben, die Fantas sind sehr loyal, sehr Leute, die wirklich lange brauchen, bis sie mal sagen, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Sehr harmoniebedürftig, das ist übrigens eine typische Eigenschaft von Künstlern, weil die Künstler wollen sich nicht streiten, weil die streiten sich permanent mit sich selbst und mit ihrer Psyche, mit ihrer Kunst. Deswegen streiten sie sich mit Dritten ungern, was natürlich den Beruf des Managers oder die Aufgabe des Managers per se erstmal auf den Plan ruft. Weil du musst dich ja für die streiten, ja? Also, weil die sich selber nicht streiten können. Beziehungsweise ist ja auch ein Künstler, will ja auch nicht rausgehen und sagen, ich bin der Beste. Das muss ja jemand sagen, das sind die Besten. Mhm. Also, sobald er sagt, ich bin der Beste, dann sind wir beim Muhammad Ali und dann verließen sie ihn. Ja? Nichts gegen Muhammad Ali, aber ihr wisst, was ich meine. Und diese Loyalitätssache ist, glaube ich, auch eine. Wir haben so von Null angefangen. Das war so nichts. Ja. Wir haben wirklich jedes Loch in der Wand gespielt in der Republik. Wir sind mit Mietwagen durch die Gegend gefahren, mit alten Schrottautos. Ich war so rotzepleite. Damals, ich hatte irgendwie den Plattenladen an die Wand gefahren. War. Ich hatte, glaube ich, 100.000 Mark Schulden. Ich dachte, da komme ich in meinem Leben nie wieder raus. Das war es für mich. Ich bin jetzt quasi, ich lande unter der Brücke. Die ganzen Prophezeiungen meines Vaters schwebten mir wieder vor meinen Augen vorbei irgendwie. Und wenn man das so zusammen durchgemacht hat und dann aber auch diese unglaublichen Erfolge, diese 0 auf 100 Kiste, die ja am Ende des Tages in einem Hochplateau geendet ist. Ja? Also das hätte ja auch wieder abfallen können. Gut, ja. Wir sind ja wirklich hoch, sind so ganz kleines bisschen, also wir haben den Mount Everest-Gipfel verlassen bis zum ersten Basislager und sind die ganze Zeit jetzt oben auf dem Himalaya-Plateau mit 5.500 bis 6.000 Metern Höhe geblieben. Und das ist natürlich, was auch doch zusammenschweißt. Und ja, daran habe ich einen großen Anteil, weil die Fantas immer so eine Zeit, glaube ich, 8 Alben, jedes Album ist das letzte. Und ich immer so, ja. Weil sie immer aufhören wollen oder denken immer so, nee, ihnen fällt nichts mehr ein. Und so. Also die typische Angst des Künstlers, ihm würde nichts mehr einfallen, er würde sich selbst wiederholen oder würde sich lächerlich machen. Haben sie bis jetzt noch nicht geschafft, haben immer gute Songs gemacht und immer. Es gab immer noch ein Album drauf. Es ist wieder eins in Arbeit gerade. Es gibt eine neue Single, die am 20. Dezember erschienen ist. Genau. Sehr gut. Schön, dass ich mal wer will, hört rein. Genau. Ja, genau. Geht ja schon. Ja, genau. Nee, das ist, glaube ich, eine große, große Freundschaft. Ein großes Miteinander durch dick und dünn gegangen sein und es immer noch tun und es immer wieder tun, weil es
Es ist einfach so, wie meine Tochter ist jetzt 27, also ist ein bisschen jünger als die Verbindung mit den Fantas. Aber es ist ähnlich, wie man es mit Kindern sagt. Kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Und was wir heute drehen, ist ein Riesenrad, das aber nicht im Prater steht. Wann ist dir klar geworden, dass es dieses Plateau tatsächlich gibt? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also ihr habt angefangen, es gab einen Wahnsinnserfolg und dann... Mir wurde das klar nach der Lauschgift, also nach der vierten Platte. Weil da war Sie ist weg drauf. Mhm. Das war die erste tatsächlich Nummer 1. Jetzt kommt die, gut, die da war Nummer 2, scheiß drauf, ja. Aber das ist halt eine Nummer 1, das ist eine Nummer 1. Und das Ding hat ja auch diesen berühmten, bereits erwähnten Zitatcharakter mit mir, ja, tolle Rede, man hört sich nicht mehr sagen, dich lässt jeder ran. Das sind also Dinge, die man immer wieder so nutzen kann. Und da wurde mir klar, diese Band hat nicht Erfolg, sondern sie hat Relevanz. Mhm. Und ich glaube, nachdem ich das Wort Relevanz in diese Erfolgsgeschichte einstricken konnte, war mir klar, dass wir eine Art Steadiness-Marketing brauchen, das uns oben hält. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn du jedes Mal wieder absackst, musst du jedes Mal mit unglaublich viel Geld und Aufwand wieder hochkommen. Und da reden wir nicht nur über Inhalte, da reden wir auch über Marketing. Und das war dann auch die Zeit, dass der Internet langsam die ersten Gehversuche machte. Und so. Dann habe ich, es gab ein relativ interessantes Meeting, wir machen immer so Klausurtagungen. Wo wir dann so einmal im Jahr oder alle 2 Jahre oder alle halbe Jahr, je nachdem, wie prekär die Situationen sind oder wie spannend gerade was ist, wir uns treffen in irgendwelchen Orten, da waren wir in Heiligendamm. Direkt nach der Kanzlerin. Ja, genau, das war ein bisschen vorher noch. das war tatsächlich noch vor Frau Merkel. Da war noch Kohl dran, glaube ich, oder Schröder oder was weiß ich. Auf jeden Fall waren wir da oben, haben dann gequatscht und da habe ich ihn. Das ist so meine Idee-Kredenz zu sagen, lass uns doch einfach versuchen, alle spätestens alle 6 Wochen, eher früher, ein Produkt nach draußen zu bringen. Und Produkt heißt nicht eine neue Platte oder eine neue Single oder so, sondern Produkt heißt ein Foto, eine Story, ein Snippet, heute ein Post, also war noch nicht alles noch analog. Kinderschuhen und mehr oder weniger analog. Aber lass uns das machen, um einfach dieses Hochplateau, das wir erklommen haben, einfach nicht mehr verlassen zu müssen. Und darauf haben wir uns geeinigt und bis heute nicht damit aufgehört. Ist das der Grund, weshalb The Voice ins Spiel kam zum Beispiel? Ist das? Naja, also ich war bei DSDS, die Jungs waren bei The Voice. Das hat alles nicht geschadet, sage ich mal. Ja, ja. Also das ist... Wenn man der ist, der man ist, ich war auch nur deswegen auch nur ein Jahr dabei, weil Bohlen so in der ersten Staffel, in der ersten Sendung gemerkt hat, scheiße, dem kannst du überhaupt nicht, dem kannst du nicht Schlitt fahren, das kannst du vergessen. Ja, deswegen hat er auch in der Staffel Thomas Gedeu gewonnen und nicht irgendeine Hupfdohle. Ja, weil ich halt, aber das war dann, das hat für dich dann auch nicht gepasst. Muss man das muss ja auch nicht passen, nicht passen, aber es ist ja auch, Bohlen lässt ja keine anderen Götter neben sich zu. Mhm. Ja. Und nicht, dass ich mich als Gott bezeichnen würde, aber er tut es ja. Und er hat ja dann auch gesagt, nee, lass mal, da kommt jetzt jemand anders. Und danach wurde es ja grauenvoll. Also nicht direkt danach, sondern allgemein. Und die Jungs sind bei The Voice einfach auch absolute Sympathieträger. Absolut. Gewesen sind jetzt bei The Voice Kids irgendwie. Und es ist tatsächlich... das Zusammenspiel von medialen Auftritten, von Präsenz in Social Media, aber einer gesteuerten Präsenz. Wir arbeiten mit Redaktionsplänen. Wir machen das wirklich so professionell, wie es uns möglich ist und so, wie es natürlich auch bezahlbar ist. Weil at the end of the day sind das natürlich auch alles Kosten, die man irgendwie auch selbst tragen muss. Und die man, also man, ich glaube, da ist auch Schwabentum, viel Schwabentum mit drin. Das Investment in die eigene Karriere war immer ein Thema bei uns. Also was investieren wir? Also wie viel geben wir aus für diese Show? Ja, natürlich kann man, wie die alten Recken aus den 70ern, wenn da jetzt heute Uriah Heep spielt irgendwo, dann steht da ein schwarzer Backdrop mit dem Logo hinten drauf und dann steht ein PA, da wird gespielt und macht ein bisschen Blinke-Blinke und dann gehen die wieder. Das interessiert die Scheiße, weil die wissen, sie leben von Lady in Black und von Gypsy. So, und das war's.
wir haben immer gesagt, wir wollen unseren Fans was bieten, wir wollen eine Show machen, die irgendwie anders aussieht. Wir können keine Beyoncé, Jay-Z-Shows machen, geht gar nicht. Ich glaube, das ist aber auch nicht die Erwartung, oder? Ist nicht die Erwartung und ist auch gar nicht möglich, weil wir keine Welttourneen spielen. Wir spielen ja im Jahr 30, 40 Shows, Ende der Durchsage. Wenn wir eine große Tournee spielen, die können wir genau einmal benutzen. Das heißt, wir können jetzt nicht die Bridges to Babylon-Brücke von den Stones bauen und die nachher wegwerfen. Die steht irgendwo auf irgendeinem Schrottplatz rum übrigens, die kann man kaufen. Das zählt aber nicht zu deinen Sammelobjekten. Nee, das ist ein bisschen zu groß. Wobei, wenn ich Platz hätte, wer weiß. Aber, aber es ist tatsächlich so, dass wir immer in einem reasonable, moderaten Modus versucht haben, auch wieder was zurück zu investieren von dem, was wir einnehmen. Und das ist ein grundsätzlicher Qualitätsanspruch, den die Band natürlich auch pflegt und die sie auch ausmacht. Aber haben jetzt so Dinge wie The Voice schon auch dabei geholfen, gerade bei jüngeren Leuten? Also wenn ich jetzt so an mich selbst denke, ich kannte die Fantastischen Vier hauptsächlich dadurch, dass mein Papa das gehört hat. Und dann kamen sie eben auch in The Voice und man hat dann doch irgendwie diese Menschen dahinter noch mal mehr kennengelernt, als einfach nur, dass man mitgekriegt hat, das sind die Stuttgarter Hip-Hopper, die die ganze Szene groß gemacht haben. Nee, absolut, das hat durchaus was damit zu tun. Also wir haben immer, also ich fand das, wir haben immer die Hand draußen nach oben und nach unten. Mhm. Also sie verschließen sich nicht ihrem eigenen Alter und auch nicht dem Alter darüber, weil es ist tatsächlich so, dass klar, wenn mein Vater ist, die haben Kinder zwischen, die Jüngste ist glaube ich 4 und die Älteste 20, also so in der Range sind die Kids. Mhm. Ich war als erstes dran, meine Tochter ist 27 jetzt. Es ist tatsächlich so, dass ich keine Band kenne in Deutschland, die 2,5 Generationen bei Konzerten abbildet. Mhm. Also wirklich komplett 2,5 Generationen. Wir reden jetzt von echten Generationen. Wir reden nicht über Altersstufen. Von heutzutage der Oma bis zur Enkel. Genau, also wir müssen ja heute wirklich über Altersstufen reden, weil die Entwicklung im digitalen Leben so schnell ist, dass man nicht mehr über echte Generationen sprechen kann, weil eine Altersstufe 1 bis so, also die Altersstufe 2000 geboren und 2005 geboren sind völlig anderer Schnack. Also das ist ein ganz anderes Thema. Wohingegen Generationen bei uns das schon noch hieß, okay, das will ich Oma, Opa, Enkel. Und das ist tatsächlich so, dass wir wirklich die Dozenten der Unis AD stehen am Mischpult. In der Mitte stehen die ehemaligen Studenten von ihnen, die heute 50 sind. Vorne stehen deren Kinder mit ihren Kindern im Golden Circle-Bereich mit ihren Mickey-Mäusen. Also es sind genau genommen eigentlich 3 Generationen. Mhm. Und ich kenne keine Band, die 3 Generationen abbildet. Also die meisten sagen, die Hosen sind mir jetzt zu laut, gehe ich nicht mehr hin. Mhm. Ja, ich saufe mein Bier zu Hause und höre Alex. Ja, oder man erinnert sich nur an die eigene Vergangenheit und immer einen eigenen Lebensabschnitt. Ja. Und hier ist es tatsächlich, man fand das so, dass es sozusagen nahtlos weitergegeben wird. Ja, und also es ist halt das, was wir vorhin angesprochen hatten mit dem Zitatcharakter, mit der clean Texten, mit der Reinheit der Texte, wenn man so will, aber auch mit dem Challenging, ja, dass man den Kids das geben kann, weil Kinder ein bisschen gefördert und gefordert werden, ein bisschen auch beides. Und das sind Dinge, die diese Band mehr oder weniger spielerisch zulässt, mitnimmt und generiert alles zusammen. Und das ist natürlich toll, weil wir merken das ja auf den Konzerten, das ist unfassbar. Das ist mittlerweile eine halbe Kita da vorne irgendwie. Und dahinten stehen die in den VIP-Bereichen und sagen, du, was leiste ich mir jetzt? Ist mir egal. Wenn das Ticket dann 100 ja kostet, ist mir egal. Ja. Aber ich nehme das mit, weil ich will das haben. Und was dazu kommt, ist, wir haben ja nicht diese Größe wie die Hosen, wir haben nicht diese Größe von den Ärzten. Wir sind ja kleiner von den Ticketmengen zum Beispiel. Ja. Ist ja nicht, die Band ist ja nicht so. Das liegt natürlich daran, dass es, auch wenn es sich blöd anhört, aber es ist immer noch Nischenmusik. Ja. Es ist Rap, es ist, nennen wir es mal Sprechgesang. Natürlich ist es mittlerweile wahnsinnig poppig und alles und es ist viel Sing-along und es könnte alles einfach sein. Das ist alles super. Ja. Aber es ist trotzdem natürlich noch in Vergleichsweise Nischenmusik. Und wir sind auch noch nicht so lange dabei wie die Hose, nicht so lange dabei. Ich vergleiche mich deswegen mit den Hosen und Ärzten, weil das sind unsere Verbindungen. Benchmark. Genau, die Benchmarks gibt es. Genau. Genau, ja. Und, aber was natürlich tatsächlich so ist, wir sind, das merken wir immer, wenn wir hier an Weihnachten in der Schleierhalle spielen, wir sind so eine Disco-Band. Also
man ist früher in eine Diskothek gegangen. Und die Leute, die früher in eine Diskothek gegangen sind, die gehen heute zum Fanta 4-Konzert. Weil man da tanzen kann, weil man da Spaß haben kann und weil man eine, glaube ich, unglaubliche Variety von Leuten sieht und trotzdem einen gewissen Anspruch an Licht, Geruch, Kleidung, also alles ist irgendwie, Fanta-Fans sind nicht versifft. Die kommen nicht mit drei Bier über den Kopf schon dahin. Ja, das ist, die sind einfach ein bisschen anders, vielleicht auch ein bisschen spezieller durchaus, aber sie sind Fanta-Fans. Und das sind viele von denen, nicht alle, aber viele von denen sind auch so alte Disco-Gänger und Partymacher und so. Und deswegen sind die Fanta 4-Konzerte auch so tolle Partys. Es ist interessant, wo du das sagst, weil das ist mir bewusst geworden, als die, das ist noch nicht so lange her, hier bei den Jazz Open aufgetreten sind, wo man dann erst dachte, hä, wie geht denn das zusammen? Ja, ja, ja. Und das dann, ging ja super zusammen, ja, klar. Oder? Ja, das war überhaupt kein... Ja, zweimal bei den Jazz Open, und, war einmal in der Liederhalle. Und dann hier auf dem Schlossplatz. Ja. Und wo du das sagst, ich meine, ihr habt aber auch immer wieder neue Sachen ausprobiert. Also hier auf dem Römerkastell, im Römerkastell, 2003 war das, die Klassik-Tour. Das war die Unplugged-Tour. Oder Unplugged-Tour, genau. Ja. Oder vier, weiß ich jetzt gar nicht. Es war 2003. In dem Jahr bin ich 40 geworden, habe geheiratet und die Fanta haben wir gespielt. Und du hast hier oben geheiratet, alles in einer Woche. Du hast hier oben geheiratet und dann gab es ein legendäres Konzert, das war schon wirklich klasse, aber danach nie wieder eins hier oben, oder? Weil dann waren doch die Nachbarn nicht mehr so glücklich, war denen dann doch ein bisschen zu laut. Naja. Und das ist vielleicht auch was, also jeder hat so seine eigenen Erinnerungen natürlich, was bei der Gelegenheit dann auch wieder hochpoppt. Genau. Was da ja auch total so in diese Beschreibung von wegen, dass die Musik tanzbar für die Disco-Gänger ist, sozusagen, dass es ins Ohr geht, dass man auch verschiedene Altersgruppen erreicht. Was da ja total reinspielt, ist ja auch von 2018 das Lied Zusammen. War das auch nochmal sowas, was da absichtlich drauf abgezielt hat, mit Clouseau zusammen irgendwie junge Leute nochmal speziell auch anzusprechen? Oder wie kam das? Nee, man kann uns schon viel Strategie unterstellen, ich glaube, aber bei künstlerischen Sachen ist das, glaube ich, eher der Kreativität und dem Zufall geschuldet. Und dass sie gesagt haben, sie haben einen Sänger für diesen Refrain und der klingt aber wie Crow. Und sie wollten nicht wie Crow klingen und haben den Clouseau gerufen, weil Clouseau ist eine Pflanze von uns. Also wir haben den ja entdeckt quasi. Mhm. Das ist ja ein For Music Signing gewesen. Und dann sagt, der hat einfach nur gesagt, ja, endlich, ich dachte, ihr ruft nie an. Ja, also, dann war es einfach Clouseau und ist natürlich auch ein sympathischer Mensch und ein klasse Kerl, ein guter Sänger und ein Sympathieträger und natürlich passte das am Ende wie Arsch auf Eimer, aber das war keine strategische Entscheidung. Nee. Aber es ist natürlich ein super Move in eine neue Generation rein natürlich auch. Auf jeden Fall. Longseller, im Buchbereich heißt das Longseller, genau, das habe ich vorhin viel mehr ein. Um in diesem Longseller-Bereich drin zu bleiben. Mhm, ja. Definitiv. Wir machen noch mal zum Schluss kurz einen Schwenk, oder Corinne? Zu zwei Lebensbereichen, die dein Leben, die hast du ja auch schon erwähnt, mitbestimmen und über die man aber jedenfalls über den einen nicht wirklich richtig viel weiß. Sollen wir anfangen? Mit was fangen wir an? Mit der Fotografie würde ich gerne anfangen, genau, weil das muss ich sagen, fand ich tatsächlich sehr faszinierend. Ich habe da mal auf die Seite geschaut und dann stechen einem ja direkt Bilder ins Auge von Rostflecken, die du fotografierst. Das sieht so ein bisschen aus wie diese Seen im Yellowstone-Nationalpark, würde ich es vergleichen, so mit diesen Farbspielen von Gelb bis Blau ins Grüne. Warum Rostflecken und so spezifische kleine Elemente. Warum fotografierst du genau das? Ganz einfach. Ich habe natürlich ganz viel Menschen fotografiert in meinem Leben und auch die Fantas oft und lange immer wieder fotografiert. Ich habe keine Lust mehr, Leute zu fotografieren, um das mal auf den Punkt zu bringen, weil ich habe auch Silbermond fotografiert und Fury in the Slaughterhouse fotografiert und weißt du, da bewegen alles. Das hat auch mal Spaß gemacht, aber Bandfotos sind ein spezielles Thema, weil erstens mal guckt in der Band immer einer blöd. Das ist einfach ein Horror. Du machst einfach 1000 Fotos, dafür kannst du 800 wegwerfen. Dann wollen die anderen beiden, dass das Gebiss von dem Foto in das andere reinmontiert wird, weil sie natürlich wissen, was Post-Production ist und so. Das ist alles sehr, sehr, sehr mühsam, aber auch nicht wirklich zielführend, weil
ich persönlich möchte einfach fotografieren, was ich fotografieren möchte. Und deswegen heißt es bei mir auch Galerie Wachen Auges, weil ich einfach immer, weil meine Frau immer so, sagt immer, was machst du jetzt da mit dem Fotoapparat gerade? Weil ich einen Parkpoller so nah dran klebe und da irgendwie eine Flechte irgendwie mit Makroobjektiv aufnehme. Und da sagt sie, boah, was ist das für ein geiles Bild? Das war das, wo du gefragt hast, was ich da gerade mache. Irgendwie. Also ich sehe Dinge, glaube ich, ich bin so Street-Photography-affin und sehe Dinge, die vielleicht nicht jeder sieht, andere vielleicht auch, aber vielleicht nicht jeder. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich bin Auflösungsfreak, also ich bin am liebsten 100 Megapixel aufwärts immer, also, damit man auch da reinkroppen kann. Und ich inszeniere gerne Fotos. Also ich habe ein Foto gemacht, das gibt es auch auf der Website, das heißt Flohmarkt der Jahrzehnte, da habe ich eine Collage gemacht, da habe ich 9 Monate dran gearbeitet, aber so wirklich, also eBay und Flohmarkt, alles zusammengepackt irgendwie und habe dieses Bild dann, was sehr aufwendig ist, abzufotografieren. Du musst in die Tiefe 10 Bilder machen und dann nochmal 50 so und 10, also das sind, glaube ich, 600 Bilder. Bin dann zusammengestitcht und also ich inszeniere gerne Bilder, die ich dann entsprechend ablichte. Und am Ende des Tages muss ich sagen, betrachte ich mich heute fast weniger als Fotograf und eher als Fotokünstler. Also das ist auch ein hartes Wort vielleicht, sich selbst als Künstler zu bezeichnen, aber ich sehe es eher abstrakter inzwischen. Also ich gehe eher auf ne? Also ich bin auch kein so ein Pixelschubser, der jetzt irgendwie die Auto raus, Gitarre rein, das kann man mit Photoshop auch alles toll machen. Ich bin eher so ein Filtertyp, ne? Also im Prinzip so ein bisschen das digitale Labor, wo man mal ein bisschen die Farben überzieht oder mal ein bisschen, man guckt, was kommt bei raus, wenn hier was abreißt oder so. Und es geht halt mit viel Auflösung ganz gut, deswegen bin ich immer so auf der Jagd nach noch mehr Megapixeln, was immer kein Mensch versteht. Und man, ja, das reicht doch vollkommen. Ja, reichen. Wenn du aber 4x3 Meter Vergrößerung machen willst, dann reicht das nicht. Mhm. Ja. Und ja, das ist... Das ist aber nicht mehr analog. Das ist dann nein, tatsächlich digital. Nein, was ich analog mache, was ich jetzt gerade in Planung habe, ist, also ich fotografiere auch schon ab und zu mal analog, aber es kann nicht mehr standhalten. Mhm. Also du hast einfach eine ganz andere Wahrnehmung. Wenn du heute das siehst, sagst du, was ist das denn? Also das ist dann, ja, Lomo, mag alles sein. Ja, aber das kann nicht mehr standhalten. Was aber tatsächlich lustig ist, ist, man kann ja zum Beispiel jetzt sagen, ich mache jetzt ein 100-Megapixel-Foto. Das ist das Foto, das ich gerne groß machen möchte, das ich aber als Unikat groß machen möchte, das ist ein Kunstwerk quasi. Mhm. Dann nehme ich das, druck das auf einen transparenten Film, auf eine transparente Folie in Tintenstrahler aus. Die Tintenstrahler sind ja so scharf inzwischen, dass du so, und das ist dann quasi mein Negativ. Und dann habe ich ein A4 großes Negativ, das nehme ich in Vergrößerer und schmeiße es in der Dunkelkammer auf ein riesiges Fotopapier, das 2x3 Meter groß ist. Und direkt belichten. Direkt belichte das im Dunkeln und entwickle das mit einem Schwamm. Das heißt, ich fahre dann so drüber, einmal Entwickler, dann den nächsten Schwamm Stoppbad, nächster Schwamm Fixierer, dann Wasser, fertig, trocknen lassen. Und das sieht nicht zweimal gleich aus, weil der Schwamm nicht alles erreicht. Das heißt, du hast nur so einen Abriss. So, und das sind dann analoge Exponate aus Digitalbildern. Das finde ich ganz spannend. Absolut. Ja. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ach, ich beschäftige mich permanent mit meinen 850 Hobbys. Im Moment bin ich dabei, irgendwie abstrakte Epoxidharzbilder zu machen. Das macht wahnsinnig Spaß. Ich habe also eine kleine Werkstatt eingerichtet, wo ich damit rumspinne und habe dir auch schon wieder was davon ausgestellt, ist am Bodensee und in so einer kleinen Vernissage und so. Macht einfach Spaß. Ist für mich, ich muss mit dem ganzen Hirnquatsch, mit dem ich mich den ganzen Tag umgebe, oder abgeben muss, brauche ich einfach was ich mit den Händen machen kann und was komplett nur in meinem Kopf stattfindet. Ist es auch sowas, wo man gut abschalten kann einfach, weil man sich da so ein bisschen auf... Ja, definitiv. Definitiv, ja klar. Weil man muss sich ja drauf konzentrieren. Also Kreativität ist ja nichts, was nebenher passiert. Das stimmt. Ich finde es auch deshalb interessant, weil du dir das leisten kannst. Nicht finanziell, meine ich jetzt. Sondern du nimmst dir vor, du gehst da rein... Das ist ja eigentlich ein Luxus, oder? Also ich meine, ja, ich denke, das ist definitiv das, was ich mir selbst zurückgebe für die Arbeit der letzten 30, 35 Jahre. Ich meine, ich habe viel gearbeitet, sehr viel gearbeitet und sicherlich mehr als 8 Stunden am Tag. Mhm. Ich bin ein sehr energetischer Mensch, ich bin aber auch sehr disziplinierter Mensch. Ich kann es
krachen lassen, aber ich kann auch hart an mir arbeiten und mit Dingen und für Dinge arbeiten. Und deswegen braucht es auch eben vielleicht ein bisschen so ein Outlet. Mhm. Ja, also für Dinge. Ich bin einfach ein Mensch, ich stehe unter so eine Dusche und sage, scheiße, ich habe eine Idee, ich muss das so. Mhm. Das kennen wir alle, das hat was mit Zuständen zu tun. Naja, aber, man muss dann aber auch machen. Also dann ja, und das bin ich aber. Ich genau. bin, glaube ich, schon jemand, der dann auch macht. Ja. Ja, also wenn ich was beschließe, dann gibt es maximal wenig Menschen, mit denen ich darüber rede, sondern ich sage, ich habe da einen Plan und das mache ich jetzt. Und dann passiert ja. das. Und dann passiert das dann, oder vielleicht auch nicht, aber mhm. es ist zunächst mal immer erstmal der Versuch und die Überlegung, es gibt viele Pläne, die es noch gibt, die liegen in den Schubladen, die liegen da schon seit 10 Jahren, die werden vielleicht auch immer da drin bleiben, aber es gibt sie. Mhm. Und ich konnte mich eigentlich immer auf meine Kreativität und auf mein Macher-Dasein mhm. verlassen und wenn mich da meine Gesundheit nicht im Stich lässt, mache ich das auch. Ja, und auf die Lust, Neues auszuprobieren. Corinne? Hinter diesem Machersein, da würde ich vielleicht auch so eine zweite Leidenschaft noch einordnen, und zwar das Vegane. War das auch so ein Ding, dass Sie sich da in den Kopf gesetzt haben, von wegen, okay, ich mache das jetzt, ich schreibe jetzt ein veganes Kochbuch, beziehungsweise naja, also ich starte Xond und mache da einen veganen Laden auf? Also das mit dem Kochbuch, das ist ja nur wirklich, also ich bin leidenschaftlicher Schreiber, also schon immer. Also ich kenne Menschen, ich kenne Anwälte, die haben meine Briefe, meine E-Mails archiviert, weil sie meine Art des Schreibens so lieben. Also ich schreibe gerne, das mache ich schon immer. Ich komme von einem humanistischen Gymnasium und das Schreiben hat mir wahrscheinlich mein Vater vererbt irgendwie, aber an sich ist vegan für mich ein ganz anderes Thema. Vegan ist für mich so, ich hab ja immer dieses Damoklesschwert, wann hört diese Band auf, diese Band zu sein? Ja, das ist ja nun so. Die werden ja nicht ewig, das sind nicht die Stones. Die werden nicht mit 85 auf die Bühne robben und sagen, was geht. Das werden die nicht machen. Ja. Darüber sind wir zum Klaren. Wir werden irgendwann mal fulminant aufhören. Aber wir werden auch irgendwann und aufhören. Dann wirklich. Und dann wirklich, aber dann ist er auf. Feierabend. Ja. Und da ich ja nie wusste, wann das passiert, habe ich mich ja auch immer ein bisschen so, okay, wenn ich jetzt morgen aufhöre, was mache ich denn dann? Okay, guck mal dort. Und ich habe, wie gesagt, ja mal 60 Kilo mehr gewogen, habe mich sehr viel mit Gesundheit, mit Ernährung beschäftigt und mit Sport und mit allem Möglichen, habe an mir rumgedoktert und rumoptimiert, soweit das irgendwie möglich ist. Und irgendwann kam mir die vegane Ernährung, vegetarisch zunächst und dann vegane Ernährung in über den Weg gelaufen. Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich total genial. Eigentlich geht es mir auch viel besser jetzt. Und dann nochmal abgenommen und noch ging es mir noch besser. Und Blutwerte, wow, Wahnsinn. Aber das war tatsächlich, es gibt ja vegan aus Tierschutzgründen und. Naja, nee, soweit bin ich noch gar nicht. Ich mache das auch aus Tierschutzgründen. Aber ich habe das für mich entdeckt, weil ich glaube, dass vegan wird nie aufhören. Aber die Fantasie wird aufhören. Mhm. Und ein Geschäftsmodell, das ich an vegan knüpfe, und zwar an Tierschutz, an Ernährung, an Lifestyle, an Umwelt, egal, dass ich daran knüpfe, das kann nicht enden, weil uns wird das Öl ausgehen, uns wird das Fleisch ausgehen, uns wird das Leder ausgehen. Ja? Das wird passieren. Das ist einfach das ist sicher wie das Arme in die Kirche, weil dieser Planet das nicht erträgt. Weil dieser Planet wird irgendwann sagen, okay, jetzt bin ich raus. Und deswegen ist das ein nie enden wollendes Geschäftsmodell, was ich total sexy finde. Wenn ich sage, okay, ich kann mein Leben lang, also ich kann mich als veganen Coach da rausstellen und den Leuten erzählen, wie das geht. Und dann verdiene ich 3.000, 4.000 Euro im Monat. Ja, dann habe ich ein Geschäftsmodell. Ja, also damit leben ja andere Menschen auch. Also es ist ja nicht so, dass man davon verhungert. Ja? Und das finde ich daran total spannend. Also es ist nicht nur eine Überzeugung, sondern es ist tatsächlich eine Sache, an die ich so fest glaube, dass ich der Meinung bin, dass das wird mich definitiv überleben und das finde ich total, das beruhigt mich wahnsinnig. Und das
Buch ist ein Ausdruck dessen und dann hattest du auch mal Xont in der Innenstadt. Ja, ja, also diese Marke gibt es nach wie vor. Die gibt es nach wie vor, ja. Aber das Restaurant, das hat es nicht überlebt. Warum? Nee, was hat nicht überlebt? Also das war mehr oder weniger so eine Art Pop-Up-Ding, okay. Wo man mal versucht hat, Erfahrung gesammelt hat. Hatte ich auch Lehrgeld bezahlt, zugegebenermaßen. War das vielleicht vor seiner Zeit? Das kann ja auch sein. Ja, das war sicherlich auch der Fall. Aber es war auch gar nicht so, dass wir jetzt darin pleite gegangen wären, sondern dass wir einfach gesagt haben, also wenn die uns jede Nacht da reinpissen und wir schon vor der Eröffnung 300 schlechte Bewertungen hatten, weil wir, was gibt ja ein Anti-Vegan-Forum. Wusste ich auch nicht. Ja, es gibt ein Anti-Vegan-Forum. Ja, ich wusste auch nicht, dass das sowas existiert, aber es gibt es tatsächlich. Die haben. Das ist ja gleich alles so militant. Ich ja, ja, egal. Also, jedenfalls ist diese Marke nach wie vor existent und die besteht aus fünf, wenn man so will, Reglern. Wie ich immer sage, ich nehme immer das Mischpult als Beispiel und sage, es gibt einmal die Food Chain, die wir zu gründen im Begriff sind mit Investoren. Es gibt die Messe, es gibt die Beratung. Das heißt, dass wir haben auch schon mit Krankenkassen zusammengearbeitet, mit großen Firmen. Okay, erklärt euch mal, wie wir euren Krankenstand senken, wenn ihr die Kantine nicht mit Schnitzel vollpumpt, sondern mit vernünftigem Futter. Es soll Lebensmitteleinzelhandel stattfinden mit Xont, also dass man einfach eigene Produkte in den LEH bringt. Und das große Ziel hinten raus soll sein, dass man ein Portal oder eine Plattform, eine digitale Plattform schafft, um die ganzen guten und Überzeugungsarbeit leistenden Manufakturen, die aber alle keine Ahnung von Marketing haben und alle total versprengt sind, so organisiert, dass man weiß, unter dem Dach gibt es das. Und das sind die fünf Pfeiler von Xont und die sind nach wie vor hochaktiv und sind am Machen und am Checken und Tun. Und irgendwann werden wir auch wieder in einer anderen Art und Weise wahrgenommen, als der Laden in Stuttgart der Platte gegangen. Da habe ich jetzt ein Klischee gepflegt. So, alles gut. Kann ich mitleben. Dafür waren wir ja da, damit wir das ausräumen können. Jetzt ist ja beim Vegan, das finde ich immer noch so einen ganz interessanten Aspekt. Also man arbeitet ja viel mit Alternativen, was glaube ich auch so ein bisschen bei vielen Leuten so die Schwierigkeit mit der veganen Ernährung, wo die herrührt, weil man sich dann immer überlegt, okay, Beispiel jetzt Weihnachten, ich möchte Plätzchen backen, wie mache ich das denn eigentlich ohne Ei, ohne was weiß ich was. Ich habe mich da tatsächlich gestern mal dran versucht, bin überrascht, wie gut das schmeckt und wie gut das funktioniert hat, aber ist das so ein Ding, wo man auch viel Lust drauf haben muss, rumprobieren muss, bis man da mal ja wirklich Varianten findet, wie man das gut ersetzen kann? Oder naja, die Frage waren ist, da so die Starts rein? Naja, das Problem ist ein bisschen, also A muss man nicht alles ersetzen, sondern man kann einfach auch mal was anderes essen. Also man muss ja nicht sein Leben lang immer die Plätzchen essen, die nach Butter schmecken. Man kann ja auch die Plätzchen essen, die nicht nach Butter schmecken. Weil wenn man die zwei, dreimal gegessen hat, dann sagt man, die schmecken ja nach Butter, so geht es mir auch. Das mal das eine. Also erstmal muss nicht alles exakt kopiert werden. Das ist mal das eine, glaube ich. Das andere ist, man muss sich natürlich auf grundsätzlich dynamisch auf Dinge einlassen. Aber das ist bei mir, das ist der Nimbus meines Lebens, Dynamik. Also es gibt einfach Dinge, die sind heute, also wir erleben gerade im Moment mit Corona, das habe ich gestern witzigerweise einen Post dazu abgesetzt. Es ist ein hochdynamischer Prozess. Also woher soll die Regierung wissen, wie eine Pandemie funktioniert? Das kann der Gesundheitsminister genauso wenig wie Frau Merkel. Wir können nur mit Bedacht, mit unglaublich viel Geduld, mit unglaublich viel Energie und wahnsinnig viel Geld weltweit in einem Strang ziehen und versuchen, dieses Virus in den Griff zu kriegen. Wir können aber nicht sagen, das kotzt mich voll an, ich kann überhaupt nicht mehr planen. Und so, ja, ach was, niemand kann planen. Weil wir nicht wissen, was dieses verdammte Virus morgen macht, beziehungsweise welche Erkenntnisse über dieses Virus morgen zutage treten. Vielleicht essen wir ja morgen alle jeden Morgen eine Knoblauchzehe und es ist vorbei. Wissen wir nicht. Vielleicht muss man auch nur dreimal Schwarzer Kater sagen und Kühl Walda von Kettwiesel fragen, was sie dazu meinen und dann ist auch wieder alles gut. Wissen wir nicht. Es kann auch nicht sein, dass es eine total absurde Lösung dafür gibt, dass man wirklich Kernseife in Grießbrei reinrührt und das Virus sagt, okay, weiße Fahne, ich bin weg. Ey, keine Ahnung. Aber Dynamik ist was unglaublich Wichtiges in unserem Leben. Und diese Nummer mit dem, wenn ich mal 40 bin, dann will ich da nicht mehr drüber nachdenken, das ist ja dieses Stiffe. Und das ist auch das Stiffe, was in den Gesundheitsämtern vorherrscht oder
bei der Kfz-Zulassung, was ich scheiße in Stuttgart finde. Und das ist also, ne, also das sind undynamisches Verhalten führt zu reaktionärem Dasein. Also ist vegane Ernährung auch dynamisches Verhalten, indem man Dinge nicht zwangsweise ersetzen will, sondern sich daran anpasst, Dinge neu denkt vielleicht, neu dazu erfindet. Genau. Oder im Zweifelsfall auch imitiert, auch okay, ist auch kein Thema. Ja? Also bei uns gibt es zu Weihnachten Rouladen, wirst du lieben. Die sind nicht aus Fleisch. Aber man muss sich grundsätzlich, also ja, ich könnte nie. Also die Sätze, die anfangen mit ich könnte nie, also wenn ich sage, ich könnte nie fliegen, weil ich keine Flügel habe, okay. Aber ich könnte nie auf Käse verzichten, sage ich immer, so what's gonna happen? Wälzt du dich im Cold Turkey auf dem Boden oder zappelst du, wenn du keinen Schuss kriegst, was ist denn hier los? Also natürlich könntest du das, du willst es nicht. Und da fängt Dynamik an. Ja? Also zwischen Wollen und Können fängt Dynamik an. Wir haben super einen Bogen geschlagen. Wir hatten die Kfz-Zulassungsstelle am Anfang und am Schluss hast du das mega gekriegt. Das ist, kann besser eigentlich gar nicht sein. Ja. Wir hören immer gleich auf. Sprich, Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet der Titel? Kehrwoche forever. Sprich, Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge bitte richten an hallo@sprichstuttgart.de.